Ja, die Schlüsselfrage ist, was ist noch ungeklärt? Eigentlich ist ja alles klar. Eigentlich ist alles Wissen vorhanden, wie man Sehen, über... ich höre dich allerdings so gut wie gar nicht. Woran kann das liegen? Ja, ich wiederhole nochmal. Also, Ja, jetzt haben wir dich. eigentlich ist ja alles klar. Wir wissen eigentlich alles, wie die Welt zu retten ist und wie nur... Die Leute machen es nicht. Ja, zum Beispiel die Basis, da weiß ich auch nicht, ob die den richtigen Kurs überhaupt noch kriegen werden. Die Talkshow ist noch nicht erschienen, die war ja letzte Woche Freitag, ne? Ist schon über eine Woche Schneidezeit, das ist sehr lange. Ich hoffe, das wird noch gut. Aber das Dilemma ist wirklich, ich glaube, dass der Hauptfehler, der Hauptirrtum, der existiert bei den Parteien auf der politischen Ebene, die Idee ist, dass das alles Verbrecher sind. Denn wenn man sich einmal so verrannt hat in diese Idee, dass es nicht vorteilbringende Irrtümer sind, sondern Verschwörungen, kriminelle Pläne, kriminelle Absichten, dann ist das Dilemma, dass man dann natürlich gar nicht darüber nachdenkt, das System zu verbessern, sondern man denkt, man muss nur die Leute irgendwie vor Gericht bringen und dann irgendwie aburteilen lassen und dann ist alles Böse weg in der Welt. Aber ich habe ja hier unser Bild sozusagen, unser... Ich habe hier gerade ein Bild aufgeschlagen. Nee, hier, das ist erstmal der Öff-Öff. Dann der nächste Teilnehmer ist ja hier der Luis. Und dann habe ich ein Bild von mir, ja, so. Und dann wollte ich jetzt zeigen den antikooperativen Anteil für die Zuschauer, weil die das noch nicht so oft gesehen haben. Und zwar... Ja, wenn ich davon ausgehe, dass es zwar einen antikooperativen Anteil gibt, das hat ja die Bewegung, die kritischen Leute haben das verstanden. Es gibt einen antikooperativen Anteil in der Gesellschaft. Aber solange ich denke, dass es auf kriminellen Lügen beruht, also auf Verschwörungen und Verbrechen beruht, dann habe ich vielleicht die Idee, ich könnte das Ganze lösen durch mehr Polizei oder mehr Untersuchungen und mehr Strafanzeigen und mehr Prozesse und dann wäre das Problem gelöst. Aber das ist aus meiner Sicht ganz das ganz falsche, die ganz falsche Sichtweise. Die meisten Menschen bringen andere Menschen um, weil sie voll sind von vorteilbringenden Irrtümern, weil sie glauben, dass Zucker ein gesundes Lebensmittel sei. Deswegen bringt die Nahrungsindustrie Abermillionen von Menschen jedes Jahr um. Oder weil die Ärzte eben glauben, ihre vorteilbringenden Irrtümer, dass man auf Krebs nur mit einem reagieren könnte, mit Operationen, Chemotherapien und Bestrahlungen, von denen manche Ärzte dann gesagt haben, ja hoppla, wir töten ja die Leute, die Leute, die sterben ja erst so richtig durch unsere Chemotherapien, ja. Aber das Entscheidende ist, dass die Leute sich keinerlei Schuld bewusst sind, also auch gar nicht erreichbar wären durch ein Gerichtsurteil, weil der jeder Richter würde sagen, ja, der war sich ja seiner Schuld nicht bewusst und wir können in Deutschland niemanden verurteilen, der sich seiner Schuld nicht bewusst ist, ja, der also seine vorteilbringenden Irrtümer glaubt. Und ich glaube, daran hängt aber eventuell diese ganze Bewegung, dass sie nicht verstanden haben, dass das Ganze ein Systemfehler ist. Und jetzt stellt sich dann eigentlich nur die Frage, ja, wenn wir das politisch vielleicht nicht schaffen, über den politischen Weg nicht schaffen, was ist dann mit dem Kommunenweg? Und da ist das Erste, was auffällt, dass es sehr schwierig ist, überhaupt Leute zu finden, die Richtung Kommune was machen wollen. Und der zweite Punkt ist, wie muss man das machen mit den wenigen, die eventuell bereit wären für Kommune, dass man da wirklich sozusagen ja richtig vorankommt. Und ich habe das gelesen im Forum mit der Friedensagentur.
Und es war allerdings wieder sehr, sehr viel Text. Ich habe, glaube ich, nicht alles geschafft, aber ein Großteil. Und die Frage ist halt, ob man da nicht nochmal experimentieren sollte mit direkteren Dingen, wie dass man wirklich die Leute sozusagen ja textmäßig oder zeitmäßig sozusagen an den Texttisch oder Zeittisch bringt und die Leute den Leuten, was weiß ich, 5 Zeilen Platz gibt im Forum, dass sie sagen, was werfe ich eigentlich der anderen Person vor? Was ist mein Vorwurf? Ja? Also, wo bin ich der Meinung, dass die andere Person einen gültigen Vertrag, eine gültige Vereinbarung, ein existierendes Recht gebrochen hätte? Und wo ist der andere der Meinung, dass ich einen gültigen Vertrag, eine Regelung, eine Regel, ja, eine vorhandene Vereinbarung oder so etwas brechen würde? Denn es schien ja auch in diesem Beispiel wieder um massivste Schuldvorwürfe zu gehen, dass da also die eine Person der anderen ja massivste Vorwürfe gemacht hat, intrigieren oder irgend so was Ähnliches, auf jeden Fall irgendwie oder irgendwie und der ganzen Sache schaden und alle möglichen Vorwürfe waren da ja. Und mein Tipp wäre ja eben da wirklich ganz konkret ranzugehen, so wo sozusagen, wo gibt es wirklich Beweise dafür, dass da die andere Person wirklich irgendeinen Vertrag gebrochen hat? Oder handelt es sich einfach um leichtfertige Vorwürfe, die eigentlich nicht durch die Fakten gestützt sind, sondern nur irgendwie durch den eigenen Frust gestützt sind? Und wo ist eben sozusagen die Gewohnheit der Rechthaberei am Wirken, die Gewohnheit der Streitsucht am Wirken, dass man mal eben so leichtfertig dem anderen Vorwürfe macht, ohne sich klar zu sein, dass man mit solchen Schuldvorwürfen, die eventuell gar nicht berechtigt sind, gleich die gesamte Basis des Miteinanders zerstört. Denn kein Mensch lässt sich gerne zu Unrecht beschuldigen. Und von daher, ja, ich kann nur anbieten, dass ich da gerne auch mal mitwirke an solchen Dingen. Denn meine Erfahrung ist, man muss das ganz konkret und kurz und knapp schon gleich auf den Punkt bringen. Ich erinnere mich an eine Mediation eines Ehepaars, wo es eben auch dann direkt darum ging, erst einmal aus diesen Schuldvorwürfen auszusteigen, weil die Leute mussten als erstes einmal verstehen, ja hoppla, ich werfe dem anderen eigentlich schuldhaft vor, er hätte irgendeinen Vertrag gebrochen, dabei macht er nur etwas, was für mich halt vielleicht frustrierend ist, aber darüber gab es gar keine Vereinbarung, gar keinen Vertrag, gar keine Regel, kein Gesetz, kein gar nichts. Sondern viele Menschen neigen dazu, wenn sie frustriert sind, immer gleich einen anderen als Schuldigen auszumachen und das ganz leichtfertig damit umzugehen. Und das zerstört natürlich alle möglichen Beziehungen. Also meine Frage für heute wäre so, wo hängt's denn noch? Warum haben wir zwar alles Wissen über die Welt, aber warum ist es so schwer, die Leute zu erreichen? Ist es so schwer, die Leute zu erreichen, weil es so schwierig ist und weil wir gegen den Kapitalismus und seine vorteilbringenden Irrtümer einfach gar keine Chance haben? Oder können wir auch noch irgendwie besser werden im Sinne des, können wir es noch griffiger erklären? Können wir noch Konflikte schneller, griffiger lösen? Können wir, ja, können wir den Leuten bei der Kommune noch mehr Glück versprechen, das wir dann aber auch halten können? Ja, denn den Fehler der ganzen Therapeutenbranche, nämlich dass die alle Heilsversprechen machen, die sie hinterher nicht halten können, den dürfen wir natürlich nicht wiederholen, sondern wenn, dann dürfen wir nur versprechen, was wir uns auch sicher sind, halten zu können. Ne? Ja,
Und ihr wisst ja alle, dass ich eben also für sehr wichtig halte, dass wir alle sozusagen uns auch darüber fragen, ob wir nicht auch manipuliert worden sind durch vorteilbringende Irrtümer, dass wir denken, im Bonobo-Schenker-Kommunismus sei der Körperkontakt eigentlich nicht so zentral wichtig, während also die Forschung von Professor Franz de Waal eigentlich sagt, eigentlich lebt das ganze Sozialsystem des Bonobo-Schenker-Kommunismus von dem Körperkontakt. Nimmt man die Größe Körperkontakt weg und reduziert den Körperkontakt, dann hört sofort das Schenken auf und dann bricht das ganze liebevolle Sozialsystem in sich zusammen und es kommt zu einem einer reinen Verkäufermentalität, wo es nur noch um Handel geht und wo die Liebe eben dann weggeht. Ja, Professor Franz de Waal, der deutet ja letztendlich an, dass die Liebe eben teilweise auch über den Körper kommt. Ja, jetzt kann man sagen, auch über das seelische Verstehen kommt natürlich auch sehr viel Liebe. Aber die Frage ist, ja, meine These ist ja, das Erste, was der Kapitalismus zerstört hat, war den Bonobo-Schenker-Kommunismus, indem er die Sexualität als erstes angegriffen hat und den Körperkontakt als erstes verurteilt und diffamiert hat sozusagen und dadurch ging es verloren. Also, ich schließe ab mit der Frage, ist der Kapitalismus einfach stärker als wir oder können wir irgendwo noch was verbessern, sei es die Kommunenschiene im Sinne der doppelten Doppelschienigkeit, die Kommunenschiene zu verbessern noch oder können wir auch noch was an der politischen und der Verfassungsebene verbessern? Oder ist es einfach so, dass der Kapitalismus zu stark in den Köpfen ist und einfach gewinnt? Ja, ich gebe weiter. Ja, Louis Superheld, willst du oder soll ich? Der Reihenfolge halber bist du doch dran, dachte ich. Okay, alles klar. Ja, weil ich habe so viel gequatscht bei der Einleitung schon diesmal, ne? Deshalb dachte ich nicht, dass du dich vernachlässigt fühlst. Okay. Alles klar, danke. Aber dann lege ich mal los. Ja, spannender Ansatz schon auch und lässt sich verbinden mit dem, was ich vorher erzählt habe. Also klar, wir müssen knallhart ehrlich sein. Ich meine, auch das hat die Voraussetzung ja überhaupt, dass wir Menschen auch so gerade im geistigen Weg ansprechen wollen. Wir müssen sehr klar machen, alle um uns herum sehen den Menschen als Dressurobjekt und machen mit ihren Werbe- und Manipulationsstrategien nicht den geraden Weg über wir machen es ihm deutlich und geben ihm die freie Entscheidung, sondern wir manipulieren und dressieren ihn. In dem Moment, wo wir jetzt sagen, wir müssen auch mit unseren Versprechungen knallhart ehrlich sein, also wir sind quasi immer schon in unserem Film drin, dass wir den Menschen als mündigen Gesprächspartner, als Argumentepartner voll annehmen wollen. Ne? Also wie weit das realistisch ist, ist ja wirklich die Frage. Denn die Entwicklungspsychologie sieht es ja eher so, dass das einfach ein Bewusstseinsniveau des Menschen ist, wo der in fast allen Fällen gar nicht ist. Sondern den interessiert nicht, haben die mir jetzt ganz offen und ehrlich die überzeugendsten Argumente auf der Welt gesagt, sondern den interessiert, ich habe ja meine Interessen und was bieten sie mir für meine Interessen. Ich meine, unsere doppelten und dreifachen Doppelschienigkeiten sind da natürlich optimal, dass wir sagen, wir arbeiten dann schon auf all diesen Ebenen, also wir versuchen einerseits diesen geradlinigen Weg, ne, Leute, ihr müsst euren Verantwortungshorizont kosmisch öffnen, ne, post-conventional level und so, und dann gleich rein in die Kommune, weil das ist die einzig wirklich ganzheitlich dann stimmige Lebensweise. Klar, das ist der eine Weg, der ist gut, und gut ist auch, sehr gut ist auch, dass wir sagen, für diejenigen, die da gar nicht ansprechbar sind, ob aus Absicht oder geistiger Beschränkung, für die arbeiten wir auch mit Konzepten der positiven Anreize.
Also unsere doppelten und Dreifachschienigkeiten sind sehr gut. Oder sagen wir so, wie wir es genannt haben, doppelte Doppelschienigkeit. ja, und insofern jetzt, ich bin ja immer ganz voll, oder hauptsächlich bin ich ja auf der Schiene eben, ne, der andere als die Vernunftseele, die nach Mündigkeit lächelt und die mit den besten Argumenten ganz offen und ehrlich behandelt werden will. Also würde ein Mensch jetzt auf der Gegenseite wirklich auch so sein, dann glaube ich, würde er auf die FF-Werbung reinfallen, wie die Fliege auf den Zuckerleim. Weil das ist ja alles so, wie ich das beschreibe, auch an eigener Leibe mit Haut und Haaren so erlebt. Ne? Also jetzt auch, was ich am Anfang über Sommer und Winter so sagte. Und ich kann wirklich sagen, also wenn ich einem mündigen Menschen so gegenüberstehen oder einem mündigkeitswilligen Menschen, ich drücke so aus, gegenüberstehen würde. Natürlich ist das erste Argument, was ich ja auch dem Louis immer als Durchhalteparole vermitteln möchte, man wird nicht mehr glücklich, wenn man gemerkt hat, dass man durch diesen offenen Geist sein Wesen als Mensch erfüllt. Wenn man das verdrängt, dann wird man nicht mehr glücklich. Deshalb sollte man sich das abschminken. Hier ist eine kleine verlockende Interessenslage und da ist ein lustiges Motiv. Und die schreien danach, dass ich ihnen hinterher renne. Das macht im Wesentlichen schon unglücklich. Also auch für jeden mündigkeitsbestrebten Menschen, den ich gegenüberstehe, würde ich sagen, erstes Ding ist, spür mal rein, was das für eine Glücksebene ist, so ehrlich und offen und ganzheitlich zu denken. Dann merkst du, dass für das denkende Tier das Denken der höchste Flash ist, Orgasmus hoch 100 oder so, ne? Und dann will man da nicht mehr von ab, wenn man das einmal richtig kapiert hat und erlebt hat, was das für eine Lust ist, an diesem möglichst richtigen Denken, diesem organischen Denken, immer auf wichtigste Frage die bestbegründbare Antwort suchen. Also man hat das Gefühl, wirklich durch einen undurchdringlichen Nebel, in dem man ständig rumtapst und gegen die Bäume rennt, rauszukommen auf die offene Lichtung und man sieht das Tal, den Fluss, den strahlenden Himmel, die wunderschön farbige Landschaft, ja. Also das ist das Erste. Aber sogar auf der Ebene dann des Sinnenglücks, so drücke ich es mal aus, also ich glaube, jeder von uns hat schon im Hinterkopf die Ahnung, dass ein selbstbeherrschter buddhistischer Mönch aus einem Tropfen Wasser, den er trinkt, mehr Genuss ziehen kann als ein aufgeschwemmter Millionär aus seinem Fünf-Gänge-Menü. Ich glaube, das hat man schon, diese Ahnung im Hinterkopf. Und das, was ich beschrieb über den Winterschlaf in so einer Hütte oder Jurte, in Naturlandschaft, und dann noch, also wo aus meiner Sicht ja jeder König von vor ein paar Jahrhunderten hätte mit einem Arbeitslosen oder Sozialhilfeempfänger von heute sofort getauscht, wenn er gesehen hätte, was das Internet ermöglicht. Also diese Kommunikation mit allen Menschen in der ganzen Welt, diese Anteilhabe an der Kultur weltweit und Bildung. Ja, also der hätte gesagt, ich muss hier weg von meinem Hof. Ne? Was ist hier mit meinem Theaterteam oder den paar Mönchen, die da meine Bibliothek verwalten? Ja, das ist doch alles Fliegendreck. Also sofort will ich da springen in diese Zukunft, ne? Auch wenn ich da nur 1,50 Euro am Tag habe, um zu essen. Vor allem, weil das andere ja auch noch stimmt, dass wenn jemand sich darauf einlassen würde, auf diese ganz radikal andere Lebensweise, wie ich da im Winter in der Jurte oder Hütte da im Naturschutzgebiet in Sachsen gelegen habe. Es ist besser. Es ist wirklich besser. Auch besser als irgendwie Wechselbad oder sonst was. Wenn es kalt ist, da kurz in den Fluss oder im Schnee sich gewälzt und unter die Decken. Ja, also wir haben auch hier in Stadt Allendorf, haben wir da, ich meine, jetzt ist ja alles zu wegen Corona, aber wir hatten hier so ein ganz neues Schwimmbad dann mit Dampfsauna und mit Whirlpool und so. Aber von der reinen Sinnesqualität habe ich mehr in mir hervorrufen können, höhere Ebenen der Erlebnisintensität und der Lustintensität als da. Also von daher, sogar das ist dann, wenn ein Mensch so drauf ist, dass er sagt,
Ich will wirklich hinter die Vorhänge gucken. Ich will gucken, was ist dran? Wo sind denn wirklich die Seifenblasen? Dann wird er merken, jo, es ist so. Es ist wirklich so. Genauso wie, und das sage ich als so schwacher Mensch gegenüber den Versuchungen, dass ich ja auch jetzt, auch weil ich sehe, wie gut man containern kann und sich zuschütten kann mit Lebensmitteln, ne? Und zwar denen, die anderen hier um uns herum als luxuriös betrachten, ne? Kaviar, Lachs und Edelkäse und was weiß ich alles so. Also obwohl ich das selber jetzt nicht konsequent einhalte, weiß ich, dass wenn man das sehr konsequent durchführt mit dieser Sammler-Wild-Rohkost, dass es ein eigenes Körperfeeling auch ist, was besser ist als jetzt im Moment. Also mit meiner Frau rede ich öfters drüber, dass ich vom Waschbrettbrauch sehr weit entfernt bin und dass ich da eigentlich ja mir auch was Gutes tun würde, wenn ich da es wieder anders handhaben würde. Ja, und gut, also insofern, unsere Werbung stimmt eigentlich. Es liegt nur daran, dass wir in den seltensten Fällen einem Menschen begegnen, der überhaupt auch nur nach seinem eigenen Wohlergehen gucken will. Gar nicht mal nur das Wohl der Welt, sondern ich habe ja schon gesagt, denn ich glaube, dass die Wohlfühlstimme das große Problem hat, dass wir mit Suchtkranken zu tun haben, die eher weglaufen, wenn man ihnen die Gelegenheit geben will, nach ihrem eigenen Wohlergehen zu gehen, weil sie selber danach nicht gehen. Ob das die alten Leute sind im Altenheim, die, wenn man ihnen sagt, mach eine Ernährungsumstellung und du lebst einige Jahre länger, dann machen die das nicht. Oder ob das eben jetzt auch wirklich auch ganz junge Leute sein können, die da dann, was weiß ich, kiffen. Oder ich sehe auch als eine große Sucht dieses sich treiben lassen, ne? Dieses sich gehen lassen. Und das raubt einem die Lebenssubstanz. Das macht einen auf die Dauer fertig und dann geht man ein wie die zu wenig begossene Pflanze. Und ja, also insofern, wir treffen zu wenig auf diese Menschen. Wir müssen da trotzdem natürlich mit umgehen. Deshalb bin ich ja auch für alle Doppelschienigkeiten und so weiter. Und ich hatte ja zwischendurch die Idee, vielleicht müssen wir wirklich das ultimative Computerspiel für sie erfinden. Was weiß ich, wie werde ich zum Öff-Freak oder so, oder wie auch immer, zum Bonobo. Mein Leben als Bonobo, oder wie erschaffe ich mir meine Bonobo-Welt? Ja, das wäre es noch. Also mit Bonobo-Welt, das greift vielleicht sogar noch eher erstmal in die Instinktreste rein. Jedenfalls, vielleicht brauchen wir sowas, um die da abzuholen, wo sie sind, und sie da eben dann ja zugänglich zu machen für unsere Werbung überhaupt. Und für das Feststellen, dass sie ehrlich ist, unsere Werbung, dass das nicht falsche Vortäuschung, Lüge, Manipulation, Dressur ist, sondern wirkliche Wesensbefreiung, dass das echt einfach pur die Wahrheit ist, was wir da anbieten. Aber ich muss auch sagen, so wie es schwierig ist, die Menschen zu finden, und ich bin jetzt nicht der große Könner, so ein Computerspiel herzustellen, aber also ansonsten sehe ich die Lage auch sehr durchwachsen, also bei dem Thema, was du angesprochen hast, inwiefern sind das nur Irrtümer, vorteilbringende Irrtümer oder auch kriminelle Energie. Ich habe jetzt gerade letzte Woche und diese Woche, also auch heute Nachmittag wieder, war ich bei einer Bildungsveranstaltung, in beiden Fällen von systemintegrierten Organisationen durchgeführt. Und also heute war es auch hier vom Stadt- und Landkreis Marburg. Und ich muss ehrlich sagen, nee, das ist nicht nur der unschuldige Irrtum. Das ist wirklich auch immer schon ein Anteil krimineller Energie. Und vor allem, diese kriminelle Energie ist am Ende das, was den größten Hemmblock bildet. Denn in beiden Fällen, also bei der ersten Veranstaltung letzte Woche, bin ich rausgeflogen. Und das will schon was heißen, weil ich ja heute mit großem Ehrgeiz immer dran gehe und sage, du musst den Menschen immer die Wahrheit sagen und immer so, dass sie ihnen gefällt. Ne? Aber ich habe in den Chat einfach 2-3 Beiträge geschrieben. Es ging um ganzheitliche Bildung, ne? Und ich habe gesagt, Leute, wir haben nicht eine Plattform, wo wir ganzheitliche Bildung machen können, also dass wir die Argumente alle sehen können und dass es nach Argumentequalität statt Korruption gehen würde. Zack, meinte einer, wir sind hier nicht so für Kritik, sondern wir wollen positive Lösungsvorschläge, konkrete positive Lösungsvorschläge. Ja, ich kam noch dazu zu fragen, ja, ist das denn kein positiver, konkreter Lösungsvorschlag, so eine korruptionsfreie Argumente-Plattform haben zu wollen, so eine freie Argumente und so weiter. Zack, der Gastgeber hat sie removed vom Meeting, war ich da raus. Also ich habe das glücklicherweise alles gespeichert, ich will es denen auch nochmal zuschicken, dass die vielleicht in einer besinnlichen Stunde sich das nochmal angucken können,
Die hatten zu lebhafter Diskussion eingeladen über ganzheitliche Bildung. Ja, und heute war ich noch schlauer. Heute habe ich wirklich eigentlich nur in einem Satz gesagt, ne, also es ging heute um den Tag der offenen Gesellschaft. Das muss ich auch mal reinziehen. Der Tag der offenen Gesellschaft. Ihr wisst wahrscheinlich, das geht ja zurück auf ein Konzept der kritischen Rationalisten, Karl Popper. Oder wie heißt der denn? Ist der überhaupt Karl? Nee, er heißt nicht Karl. Egal, Popper jedenfalls heißt er. Der ja auch dieses offene Konzept ein Stück weit so definiert hat. Und das ist so, dass der ja gesagt hat, die entscheidende Toleranzqualität, das ist die Argumenteoffenheit. Also ihr kennt wahrscheinlich auch dieses Toleranzdilemma, dass wenn man die tolerante, offene Gesellschaft hat, dass sie sich gegen ihre Feinde nicht schützen kann. Das heißt, die Toleranz müsste irgendwo aber intolerant gegen die Intoleranz sein können. Und dann sagen jetzt viele, ja okay, das sind diejenigen, die nicht für den Flüchtlingszustrom sind oder die Corona-Leugner, die sind so sehr für die Intoleranz, dass wir auch intolerant zu ihnen sein dürfen. Aber die übersehen, dass Popper es genau so beschrieben hat, dass die Schwelle, die eigentlich wirklich die ganz schlimme Schwelle ist, wo jemand also nicht mehr richtig mit Toleranz und Argumenten so ja behandelt werden kann, das ist die Verweigerung der Argumente-Ebene. Das ist nicht, jemand teilt hier nicht meine politische Einzelmeinung wie Flüchtlinge oder Corona und deshalb kann ich sagen, der ist so intolerant, dass ich ihm die Keule gebe. Nein, solange der andere bereit wäre, auf Argumente-Ebene ansprechbar zu sein und da zu gucken, also mitzumachen beim Argumentieren, solange bin ich dann der viel schlimmere Intolerante, wenn ich sage, ich kann aus anderen Gründen schon die Keule auspacken. Also entscheidendes Kriterium für die Toleranzqualität ist die Argumenteoffenheit. Ne? Also dann dürfte man eigentlich bei uns die Keule eigentlich nie zücken. Ja, also das war heute dann. Da habe ich dann auch in einem Satz nur gesagt, ne? Also Leute, ihr wollt ja die Demokratie jetzt nochmal auf den Prüfstand stellen. Wir haben keine echte Demokratie, weil wir haben nicht eine solche offene Argumente-Plattform. Und dann hieß es zwar auch schon, könnt ihr das nicht hier später, ne? Was ist das für eine Kritik oder so, ne? Entweder das kommt später mal in der Diskussion oder ihr könnt das privat, weil ich habe ja den Kreistagsabgeordneten angesprochen, der da und dem widersprochen. Könnt ihr das nicht woanders machen und so weiter? Aber dann habe ich gesagt, Leute, braucht ihr nicht aufregen. Ich habe meinen Input jetzt hier schon losgeworden. Ich danke für die Aufmerksamkeit, ne? Und dann hieß es, ja, aber das ist zu kurz, das können wir jetzt gar nicht richtig verstehen. Da muss es zumindest offen sein für Nachfragen. Da habe ich gesagt, das ist ja der Fall. Ne? Also wenn ihr wollt, fragt später nach. Aber von mir aus halte ich mich jetzt zurück, weil ich will ja hier nicht mehr Raum einnehmen als nötig. Und das hat mich gerettet. Ne? Also so war ich dann da während der ganzen Sitzung mit dabei. Und es wurde später sogar nachgefragt. Also zwar nicht gleich zu Beginn, sondern irgendwann, als wir nichts anderes so mehr hatten, was man da unbedingt jetzt vorziehen sollte oder könnte. Und dann habe ich da eben auch geguckt, inwiefern ist das jetzt ein unschuldiger Irrtum? Also mich interessiert das jetzt, wenn ich mit den Leuten so diskutiere. Und da habe ich gesagt, ja, kennt denn einer von euch so eine echte demokratische Bildungs- oder Meinungsplattform? Und tatsächlich kamen dann Antworten, die hätte man als Irrtum jetzt werten können. Also eine Veranstalterin meinte, ja, wir haben doch ganz viele Plattformen. Wir haben doch Facebook, wir haben doch YouTube und so. Ist doch eher so, dass man viel zu viel hat und gar nicht weiß, wo man überall seine Meinung jetzt dann da kundtun sollte. Man kommt gar nicht nach mit dem Meinung kundtun. Und also in dem Moment konnte man jetzt dann auch sagen, die Frau hat einen Irrtum. Zwar könnte man sagen, der Irrtum ist so himmelschreiend durchschaubar. Warum durchschaut sie ihn nicht selbst? Oder durchschaut sie ihn vielleicht sogar anteilsmäßig wirklich selbst und vertritt es aber trotzdem als Schutzbehauptung? Egal. Ich ging hin und tat erstmal so, als wäre es der Irrtum. Und habe zu ihr gesagt, gute Frau, alle diese Plattformen sind zensiert und manipuliert. Deshalb fliehen doch die Leute, die alternativ sein wollen, zu Plattformen wie Signal oder Telegram. Und dann zu sagen, wir haben jede Menge manipulierte und zensierte Plattformen, die keine freien Argumente-Plattformen sind. Ja, das ist doch dann höchstens noch eine zusätzliche Ablenkungsstrategie gegenüber der Bevölkerung, dass sie keine echte Demokratie und keine echte Argumentekultur zugestanden bekommen. Betretenes Schweigen bei der Frau. Ein anderer meinte dann, und das war das nächste Argument noch, ja, aber das ist ein schwieriges Thema und jeder ist doch so subjektiv und wie soll man denn da weitermachen, wenn man jetzt ihre Kritik irgendwie ansatzweise aufgreifen will? Und da habe ich gesagt,
Ja, wir müssen jetzt nicht gleich in die 1000 Einzelthemen springen. Aber lasst uns doch sagen, und ich biete euch das an, auch dem Kreistagsabgeordneten hier, wir fangen mit diesem freien Argumenteaustausch einfach bei der Frage an, ob wir freien Argumenteaustausch haben und ob uns das wichtig ist und wie wir es herbeiführen könnten, wenn wir es nicht haben. Das heißt, wir brauchen gar nicht springen, wo ist die Plattform, wo wir jetzt Corona, Flüchtlinge und was weiß ich dann mit diesem neuen Schlüssel behandeln können. Wir nehmen dafür erstmal die Metaebene, dass wir über dieses Thema selbst so mit der freien Argumentekultur sprechen. Und daraufhin merkte ich, das Zumachen, ich war noch so frech, ich habe heute jetzt auch noch ein Thema gemacht bei uns im freien Argumentekultur, habe in den Link noch reinkopiert, habe gesagt, ihr könnt mich überall hin einladen, um das auszudiskutieren. Und wenn ihr nichts habt, wo ihr mich einladen könnt, hier habe ich eine Einladung an eine solche Stelle. Und ich glaube, in dem Moment können die Leute selber sich das nicht mehr sagen und wir können über sie nicht mehr sagen, dass das jetzt nur die unschuldigen Irrtümer sind. Es ist das Bewusstsein, dass etwas, was ich nicht vertreten kann, wo ich die schlechteren Argumente habe, wo mein Standpunkt nicht stimmt, ich trotzdem aber beibehalten will, obwohl ich weiß, wie schädlich und verheerend der wirkt, dass da Menschen für sterben, ob in dritter Welt oder Zukunft. Ich will ihn aber beibehalten, weil er bestimmten Interessenslagen von mir so entspricht. Und in dem Moment ist es offen kriminelle Energie. Ich glaube, das große Problem derer, auf die du dich bezogen hast, Dylan, nämlich die sagen, wir urteilen die anderen nur ab und stecken sie in den Knast und dann ist alles gerettet. Sie übersehen halt nur, dass dieser Anteil krimineller Energie nicht nur bei den paar Politikern ist oder den Pharmaexperten in Anführungszeichen, sondern dass er in jedem von uns so ist, weil sie weichen ja auch der freien Argumentekultur aus, wollen nicht gucken, was ist aus vernünftigen Gründen das Wichtigste im Ganzen, sondern sie wollen auch vorgefertigte, wie Betonpfeiler in den Boden gerammte Interessen durchsetzen in ihrem Leben, sich damit etablieren und sie würden mit derselben kriminellen Energie in die Verweigerung gehen, auch wenn sie merken, das kostet jetzt vielleicht die Kinder der Zukunft das Leben, wenn diese Interessen zu sehr angekratzt werden. Ja, und wie gehen wir damit um? Ne? Müssen wir weiter jonglieren und eine Kunst draus machen? Und vielleicht findet ja jemand mal so einen Experten, der ein so tolles Bonobo-Computerspiel machen kann, dass die alle süchtiger danach werden als Fortnite. Und ich glaube, dann haben wir vielleicht die strategisch günstigsten Voraussetzungen. Ich gebe weiter. Louis ist ja heute sehr müde, nicht, dass er eingeschlafen ist. Stimmt, der ist müde. Hört er uns überhaupt? Oder hat vielleicht das Mikro noch nicht richtig gedrückt? Ah, sorry, ich habe geredet und habe gedacht, ich wäre laut. Dann nochmal wiederholen. Okay. Ja, ja also ich habe gesagt, dass ich das gut finde, dass du es geschafft hast, dich auf deinen Einsatz zu beschränken. Ich hatte mitbekommen, dass du das schon oft als Ziel formuliert hast und toll, dass es geklappt hat. Und also ich kann schon deine Argumentation jetzt verstehen, inwiefern du das nicht sehr vertrauenserweckend findest, dass die Leute so argumentieren. Aber ich glaube, zu sagen, dass das quasi offen kriminelle Situationen sind, das trifft's nicht. Ja. Und ansonsten, ja, hast du das gut gemacht. Finde ich cool, bin ich neugierig, was bei rauskommt. Und ich vermute, du wirst es mit der Zeit auch noch subtiler immer schaffen und den Leuten immer immer erträglicher die Wahrheit sagen. Und ja, damit gebe ich auch wieder weiter. Ja, dann mache ich mal weiter hier. Ja, ich glaube, es liegt daran, dass die Leute gar nicht verstehen, von was wir reden, wenn wir von freier Argumentekultur oder von
das Wort Meinungsfreiheit quasi ersetzen durch Argumentefreiheit. Dass die Leute einfach nicht verstehen, von was wir reden. Und ich will es mal versuchen zu erklären, wie ich das vielleicht besser erklären würde noch. Könnte also sozusagen freie Argumentekultur, das bedeutet letztendlich die auch die Möglichkeit, und wir haben es ja auf der Homepage noch deutlicher geschrieben, die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Ja? Das heißt, sprechen wir uns denn gegenseitig darauf an, dass unser Weltbild vielleicht ein ausschließlich aus vorteilbringenden Irrtümern bestehen könnte? Wenn ein Mensch wirklich an die Welt hereingeht und sein Weltbild für in manchen Punkten für absolut und Wahrheit und unverrückbar hält, dann sieht der gar keinen Bedarf an der freien Argumentekultur, weil er hat doch die Wahrheit und mit der hat diese Wahrheit zusammen mit 1 Million anderer Menschen, die gleichen Irrtümer glauben. Und vielleicht müssen wir die Leute ganz gezielt ansprechen, sozusagen, Leute, welchen Beweis habt ihr denn dafür, dass es bewiesen sei, dass euer Weltbild nicht aus lauter Irrtümern besteht? Und zwar, dass es ein LWW ist, ein Lobbyist wider Willen Weltbild. Also ihr wollt ja eigentlich den anderen Menschen die Wahrheit sagen. Aber was ist, wenn man euch nur Irrtümer gelehrt hat? Und wenn euer Kopf nur angefüllt ist mit Irrtümern, seid ihr überhaupt offen dafür, dass jeder Aspekt eures Weltbildes eventuell ein Irrtum sein könnte? Und wenn ihr dafür noch nicht offen seid, dann müssen wir darüber mal 3 Stunden reden, warum das so der Fall ist. Denn ich selbst kann ganz klar sagen, dass die meisten Menschen zwangsläufig von oben bis unten angefüllt sein müssen mit Irrtümern, weil unser System so funktioniert. Ja? Also ich mache nur mal das einfache Beispiel, 2 einfache Beispiele. Dass der Supermarktleiter den Irrtum glaubt, diese ganzen Zuckerprodukte seien doch eigentlich durchaus gesunde Lebensmittel. Natürlich dürfe man sie nicht im Übermaß benutzen, aber an sich sind die doch sehr gesund. Halt richtig dosiert, sozusagen. Dass die Wahrheit aber in Wirklichkeit ganz anders ist, weil er einfach den vorteilbringenden Irrtum seiner Sparte gelernt hat, wodurch er morgens aufstehen kann und in den Spiegel schauen kann, obwohl er die ganz halbe Menschheit vergiftet mit seinem Zuckerkram. Ja? Und genauso der Arzt, der im Studium gelernt hat, ja, wissen Sie, Krebs, da können Sie mit Ernährung nichts machen. Essen Sie einfach, was Ihnen schmeckt. Der glaubt diesen vorteilbringenden Irrtum. Aber langsam hat sich ja in der Bevölkerung doch so ein bisschen rumgesprochen, dass das irgendwie ein Irrtum ist. Aber wenn diese beiden Beispiele, die vielleicht für viele Menschen jetzt offensichtliche Irrtümer sind, sind wir denn offen dafür, dass vielleicht auch die ganzen anderen Aspekte unseres Weltbildes auch nur vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten sein könnten? Bevorzugt natürlich der eigenen Sparte, mit der man eigene Geschäfte macht, sozusagen. Und könnte es sein, dass unser ganzes Weltbild ein LWW ist, ein Lobbyist wider Willen Weltbild, und dass alles, was wir den anderen so lehren, vorteilbringende Irrtümer sein könnten. Wenn man dafür nicht offen ist, dann hat man eigentlich noch nicht verstanden, worum es bei der freien Argumentekultur geht. Es geht zum Beispiel darum, dass wenn ich sage, dass mich Professor Franz de Waal und die anderen so überzeugt haben, dass es sein könnte, dass der Körperkontakt der notwendige Kitt ist, ohne den
Der Bonobo-Schenker-Kommunismus oder der urmatriarchale pazifistische Bonobo-Schenker-Kommunismus einfach zusammenbrechen muss, eventuell. Und auch gar nicht erst entstehen kann, richtig? Dem könnte man jetzt, ich bin aber offen dafür, dass jemand sagt, ja, halt, Dylan, da bist du vielleicht einem vorteilbringenden Irrtum der Sparte XY aufgesessen. Zum Beispiel jetzt der Pornosparte oder der Leute, die durch irgendwelche Verkäufe im Bereich Sexualität ihr Geld verdienen. Da bist du auf deren vorteilbringende Irrtümer reingefallen. Warum so, deswegen und so weiter, ja? Und für dieses Argument wäre ich offen. Da müsste ich gucken, ob es mich überzeugt, dass sozusagen mein Argument, nämlich, dass ich sage, ja, aber die Nahrungsindustrie und die Konsumsuchtindustrie, die verbreitet viel stärker den vorteilbringenden Irrtum, dass Körperkontakt irgendwie was Schlechtes ist, irgendwie nicht schicklich ist. Ich habe heute gerade an die Kleidungsindustrie gedacht, ja. Bei der Bullenhitze laufen wir alle mit Kleidung rum und die Kleidung tut uns eigentlich eher schlecht in dem Moment. Aber warum tragen wir sie? Weil wir alle im Kopf haben, Nacktheit ist was Schlechtes, etwas ist was Böses. Das darf nicht sein. Ja, und in Wirklichkeit ist das natürlich auch ein vorteilbringender Irrtum der Kleidungsindustrie, dass wir sogar bei 40 Grad im Schatten alle noch in dem Wahn leben, Kleidung zu tragen. Und wir vergessen dabei den kleinen Fakt, dass alle Tiere splitterfasernackt durch die Welt laufen. Ja, auch wir haben ja ein dünnes Fell noch. Andere Tiere haben vielleicht ein etwas dickeres Fell. Aber eigentlich sind sie alle splitterfasernackt. Nicht nur die Nacktmulle sozusagen, sondern wir sind alle Tiere sind splitterfasernackt. Bei uns ist das Fell halt ein bisschen dünner als bei den Bonobos, weil wir eben das Schwitzen brauchten in der Savanne. Und das Schwitzen funktioniert mit Fell halt nicht so gut, ja. Aber das ist der einzige Grund. Wir brauchten halt in der Savanne eine schwarze Haut, um die Sonne besser abschirmen zu können, um nicht zu viel davon abzukriegen. Und wir brauchten das Schwitzen, um uns zu kühlen. Aber ansonsten waren wir in Afrika wohl bis vor mindestens 400.000 Jahren absolut nackt. Es sei denn, es gab gerade vielleicht irgendwie einen Kälteeinbruch, wo die Leute dann vielleicht wirklich auch mal, was weiß ich, ein Fell genommen haben, um sich irgendwo mal zuzudecken oder so. Aber ja, die Frage, die an alle herangetragen werden muss. Seid doch mal ehrlich miteinander. In Wirklichkeit denkt ihr, dass euer Weltbild aus Wahrheiten bestünde. Und deswegen interessiert euch auch nicht, an dem Forum Freie Argumentekultur teilzunehmen, weil ihr ja sowieso denkt, ihr habt im Wesentlichen schon alle Wahrheiten und es gibt ja irgendwo auf der Welt 1 Million Menschen, die euch in euren Wahrheiten zustimmen, die also die gleichen Irrtümer im Kopf haben und da brauche ich mich doch nicht zu hinterfragen. Ich kann doch dann einfach meine Irrtümer sozusagen einfach an die der anderen prallen lassen und dann kommt man zwar bei nichts weiter, aber ich weiß doch, dass ich im Besitz der Wahrheit bin. Und dass die freie Argumentekultur eben erst dann beginnt, die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches, wenn jetzt der Louis zu mir sagen würde, ja, deine positive Stellung zum Körperkontakt als möglicherweise wichtigste Lust- und Glücksquelle des Menschen überhaupt, die auch als einzige wirklich verhindern kann, dass der Mensch in der Konsumsucht versinkt, ja,
weil es nun mal seine Hauptlustquelle ist, ja? Louis sagt dann vielleicht, ja, das widerlege ich jetzt mal. Ich sag mal, das Ganze mit der Körperlichkeit ist doch nur ein vorteilbringender Irrtum der und der Industrien oder der und der Sparte oder der und der Branche. Und die wollen doch nur ihr Süppchen kochen, indem sie dich dazu manipulieren, zu glauben, dass Sex was ganz Wichtiges sei. Und dann, da beginnt ja die freie Argumentekultur. Da beginnt das, bin ich offen für diese wechselseitigen Falsifizierungsversuche mit Argumenten? Und können wir uns so oft immer wieder gegenseitig hinterfragen und zu falsifizieren versuchen, bis vielleicht der eine erkennt, aha, da war ich doch noch einem vorteilbringenden Irrtum aufgesessen, und der andere vielleicht erkennt, oder man trifft sich vielleicht sogar in der Mitte, oder der eine erkennt, bei mir, das war ein vorteilbringender Irrtum, oder man trifft sich irgendwo in der Mitte. Und dann findet man plötzlich Wahrheit und Konsens und kann dann auch gemeinsam die Welt verbessern. Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, wenn wir reden von freier Argumentekultur, dass die Leute gar nicht verstehen, von was wir reden. Wir müssen das immer noch besser erklären und müssen immer noch besser erklären, ja, hoppla, der Kapitalismus produziert notwendig ganze Berge von vorteilbringenden Irrtümern. Jetzt zeige ich mal den Zuschauern ein Bild. Hier, ich klicke mich gerade schnell durch die ganzen Volksentscheide, ja, und die ganzen Volksentscheid Verfassung, Volksentscheid Wahlprogramm, und kommen jetzt hoffentlich dann bald zu den entsprechenden Bildern. Na, ich klicke mal schneller. Ja, und da haben wir ja auch im Volksentscheid Verfassung zum Beispiel drin, dass wir die freie Argumentekultur als zweiten Punkt überhaupt, zweiten Satz in der Verfassung überhaupt, also der zweite Satz in der Verfassung ist der freie Argumentekultursatz sozusagen. Und damit wäre das zentral verankert, aber ich glaube, die Leute sehen die Notwendigkeit nicht. So, und dass man den Kapitalismus verstehen muss als ein System, wo sozusagen völlig neue Evolutionsbedingungen herrschten. Jede Sparte, die Sozialsparten, die Gesundheitssparten, also die ersten Schamanen, die Frühhändler, alle Sparten hatten quasi eine Gewinnmöglichkeit, wenn es ihnen gelang, das Leben der anderen zu manipulieren, ihnen natürliche Glücksquellen wegzunehmen und dafür stattdessen das Kaufen, den Konsum, den Alkohol, die Zigaretten, die Süßigkeiten zu geben als Ersatzbefriedigungen. Können wir uns auch, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt die Sexualität vielleicht mal hinten anstellen als Thema, kann man denn verstehen, dass das Wirtschaftssystem einen unglücklichen, egal was das Unglücklichsein dann ist, den unglücklichen, einsamen, kaufsüchtigen Single braucht, weil nur der genügend kauft, sodass also jeder Teil der Wirtschaft, jede Sparte das Ziel hat, uns alle einer Gehirnwäsche zu unterziehen, auf dass wir so unglücklich wie möglich werden, damit wir möglichst viel kaufen, von ihm abkaufen, im Sinne von Ersatzbefriedigung. Wenn man sich darüber einigen könnte, dann wäre doch klar, dass jeder Mensch den ganzen Tag nichts anderes tun sollte, als die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches. Nämlich, dass alle Teile des Weltbildes auf den Prüfstand müssen und argumentativ geprüft werden müssen. Könnte dieser Teil des Weltbilds ein vorteilbringender Irrtum irgendeiner Sparte sein, natürlich auch meiner eigenen Sparte sein? Und könnte es sein, dass wir uns sozusagen eigentlich dadurch, dass wir uns alle nicht einig werden,
weil wir einfach nur unterschiedliche vorteilbringende Irrtümer der verschiedener Sparten um die Ohren hauen gegenseitig und deswegen mit nichts weiterkommen. Und können wir dann sagen, dass es eigentlich nichts Wichtigeres geben könnte, als jetzt auf dem Freie Argumente Kulturplattform und in den von uns angebotenen Freie Argumente Kultur Talkshows genau das immer wieder zu praktizieren, nämlich du anderer, du bist vielleicht voll von vorteilbringenden Irrtümern, aber sag mir erstmal, wo bin ich voll von vorteilbringenden Irrtümern? Wo bin ich ein Lobbyist wider Willen? Versuche mal, mein Weltbild zu falsifizieren, weil nur so kann ich es eventuell korrigieren. Und dann versuche ich, dein Weltbild zu falsifizieren, die einzelnen Punkte deines Weltbildes. Und nur so kommen wir weiter. Weil ich habe gerade aufgeschrieben vorhin noch, dass ich habe noch 2 Minuten, dann kann ich das noch kurz erklären. Zum Beispiel bei den Leuten, die dieser sozialen Dreigliederung anhängen. Die haben zum Beispiel das Menschenbild, dass die Menschen plötzlich alle spontan Gutes tun würden. Das ist so ein ähnliches Weltbild, wie wir es auch beim bedingungslosen Grundeinkommen kennen. Nämlich, dass der Mensch eigentlich darauf drängen würde, allen anderen ständig Gutes tun zu wollen. Aber das Ganze, dieses Menschenbild, ist falsifiziert worden. Es ist falsifiziert worden dadurch, dass wir festgestellt haben, dass Beamte, die ja dann eigentlich ständig ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, jeder Beamte hat ein bedingungsloses Grundeinkommen, und dann müssten das doch die besten Menschen sein, die alle das Gute für die Menschheit tun würden. Und dann hätten wir alle schon längst einen riesigen Beamtenstaat. Stattdessen hat man gesehen, dass es überall, wo es Beamte gibt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, dass die einfach zur Geisel der Menschheit werden und dass das ein Horror ist mit den Beamten und dass man dann solche falschen Versuche gemacht hat, nämlich gesagt hat, wir müssen das alles privatisieren, damit endlich dieser Beamtenschlaf und dieses Beamtengammelei aufhört und dieses, dass die Beamten sich wie Könige gebärden und uns Bürger wie Bittsteller behandeln, das muss aufhören. Und dann hat man nicht erkannt, dass es überhaupt nichts bringt, das zu privatisieren, sondern man hätte den Beamten einfach die richtigen positiven Anreize setzen müssen. Man hätte die Beamten dafür belohnen müssen, wenn sie uns bewiesenermaßen dienen würden und uns wirklich Gutes tun würden. Also es bringt weder was zu privatisieren noch zu verstaatlichen. Es bringt einfach nur was, das gute Tun zu belohnen. Das verantwortungsbewusste gute Tun gleichgerichtet zu belohnen, so dass es den Menschen leichter fällt, wieder verantwortlich handeln zu dürfen, weil es nicht mehr in Konflikt mit den wirtschaftlichen Interessen steht. Es ist doch besser, natürlich in der Religion würde man sagen, der Mensch ist erst dann richtig gut, wenn er trotz aller wirtschaftlichen Widerstände dennoch das Gute tut. Aber ich fürchte, das überfordert viele Menschen. Mir ist es lieber, wenn das Verantwortungsbewusstsein und das verantwortungsbewusste Gute tun nicht in den ständigen Konflikt kommen muss, dass man Geld verdienen nur kann, indem man verantwortungslos handelt. Dass man diesen Gegensatz auflöst, indem man positive Anreize, Verdienstzuschüsse nur noch gibt für Gutes tun, für bewiesenermaßen Gutes tun. Ja? Und da ist eben der Punkt, ja, und jetzt müsste man fragen, die andere Person fragen, ja, hoppla, dein Menschenbild, das auch im Kapitalismus die Verstaatlichung segensreiche Systeme bringen würde, ist das ein vorteilbringender Irrtum vielleicht der Sparten, denen du gerne dieses bedingungslose Grundeinkommen wie bei den Beamten geben willst?
weil du selbst dann davon profitierst und dann Narrenfreiheit bekommst und eigentlich gar nichts mehr arbeiten musst, sondern dein bedingungsloses Grundeinkommen, Beamtengeld, einfach jeden Monat auf ein Konto kommt, egal was du tust oder nicht tust. Und nur so kommen wir, glaube ich, in diese Ebene rein, dass die Leute erstmal erkennen, dass es nichts Wichtigeres auf der Welt gibt als das Frackforum, das Freie Argumente Kulturforum .net, glaube ich, heißt es, freie-argumente-kultur.net, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Öff kann das ja gleich korrigieren. Und dass es nichts Wichtigeres gibt als unsere Talkshows, auch für die Partei, die Basis, nie was Wichtiges geben kann, als am Frackforum teilzunehmen und alles durchzudiskutieren. Und es nichts Wichtigeres geben kann, als an den Freie Argumente Kultur Talkshows mit den Next Scientists teilzunehmen, um eben alles hinterfragt zu bekommen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Ich gebe weiter. Ja, danke schön, Dylan. Danke schön. Also erstmal kann ich bestätigen, ja, unser Superforum ist www.freie-argumente-kultur.net. Solange es da am Leben bleibt, ne, ist ja auf dem Pulverfass in mehrerer Hinsicht wieder. Aber dann machen wir weiter. Wir lassen es ja nicht unterkriegen. Ne? Also im Hinterkopf bin ich ja eh schon überlegen, wie man da mit mehreren Abziehbildern und Verzweigungen ja eine relativ wenig angreifbare Struktur daraus auch macht. Aber ich bin ja auch voll der Ansicht, die inhaltliche Struktur, diese Modellstruktur von freier Argumentekultur, die ist schon super. Da kann man wirklich mit arbeiten, das kann der Prototyp sein. Okay, damit gehe ich mal auf ein paar andere Dinge noch ein. Und zwar fasziniert mich eben jetzt auch dieses mit dem vorteilbringenden Irrtum und eventuell damit verbundener auch krimineller Energie und wie wir das aber aufknacken können. Also was wäre die Lösung für diese Probleme, diese Hindernisse, die uns da im Wege stehen? Ach ja, eine kleine Vorbemerkung noch. Du hast das angesprochen, Dylan, den letzten Beitrag von mir im Freie Argumentekulturforum. Der hat mich gestern den ganzen Tag Zeit gekostet. Da weiß der Louis wieder, was ich so alles treibe. Und zwar habe ich ein Friedensagenturgespräch, was ich gerade führe als Konflikthelfer, anonymisiert, märchenhaft verzerrt und vor allem auf die methodischen Arbeitsschritte hin fokussiert. Und das ist jetzt sozusagen ein Trainingselement, ne, für meine Friedensagenten. Deshalb sehe ich da, obwohl ich sonst den Ehrgeiz habe, natürlich auch, also am besten den Menschen mit einem oder drei Sätzen immer erreichen und dann vielleicht noch einen Link zu was anderem hin, aber sie nicht erschlagen mit zu viel Bleiwüsten, Textwüsten. Aber da, das ist ja jetzt sozusagen ein wissenschaftliches Forschungs- und Trainingsgelände, was ich da skizziert habe, auch damit ich da eben jetzt meine Mitagenten, auch Louis und die anderen, da brauchen die mich nicht mehr groß fragen, also alles, was ich weiß an bescheidenen Kenntnissen, versuche ich da so transparent zu machen und in so ein Dokument reinzubringen, dass man das dann gleich alles lernen und natürlich noch gleich am besten auch viel besser machen kann. Ja. Und wo das so spannend ist, gleich doch dazu auch noch ein Nebenschlenker, bevor ich auf die Vorteile und kriminellen Energien komme. Ich finde das super genial, dass wir da jetzt so ein Team haben, auch Leute, die Kompetenzen haben, die sich Konzepte ausgedacht haben, wo wirklich auch was hintersteht und mit Gründlichkeit und Herzblut. Ich glaube, dass das wirklich, ja, das kann ein großer Erfolgsschlüssel jetzt werden, dass auf dem Hintergrund dieser ganzheitlichen Verantwortungsrevolution, dieser freien Argumente-Revolution, sich da jetzt ein paar, ich kann mir vorstellen, es müssen gar nicht so schrecklich viele sein, aber ein paar sich als Team zusammentun, die Kippeffekte auslösen können. Und ein zentrales Element wird ja Friedensagentur sein. Also, dass wir da jetzt wirklich Leuten anbieten können, die es ja auch schon machen,
und wie auch der Themenbereich im Forum aussieht, dass wir sagen können, hier auf einem höheren Niveau als je zuvor bieten wir in alle Richtungen Friedensagentur an und ihr könnt wählen. Also es richtet sich nach eurer freien Entwicklung. Ihr könnt wählen, welche Friedensagenten wollt ihr als Helfer haben, welche Methoden. Wir haben eine ganze Toolbox geschaffen und da könnt ihr schauen, ob und wie ihr da Hilfe in Anspruch nehmen wollt. Und das hat Qualität, ne? Also soweit, wie ich den Ansatz nur mitgekriegt habe, denn wie du da diese, ich sag mal, straffer geordnete Form, schriftliche Form da auch praktiziert hast schon, das hat aus meiner Sicht hohe Qualität und kann sein, dass das eben genau das ist, was dann als Schlüssel auch passt für Leute, die mit ihren Konflikten kommen. Auf der anderen Seite bin ich ja so anarchistisch angetatscht, ne, von Carl Rogers und Leuten. Und die haben ja gesagt, lass die Leute möglichst frei laufen, ne, möglichst viel Eigendynamik. Der hat ja mal Vorträge gehalten dann auch, also wo sie alle gedacht haben, jetzt kommt der große Carl Rogers, ne, und dann standen sie da und er geht ans Mikro und sagt nichts. Ich glaube, Stunde oder zwei hat er nichts gesagt. Einfach um deutlich zu machen, dass er auf diese Eigendynamik der menschlichen Psyche setzt, dass die einfach von sich aus sich zu organisieren anfangen und dann aus seiner Sicht ungeheure Entwicklungs- und Heilungspotenziale haben. Auch in Gruppenumgang und Gruppenbewusstsein zu entwickeln und alles Mögliche. So bin ich da der anarchistische Vater, der so sitzt wie die Fliege, die Spinne da im Netz und erstmal guckt, was spielt sich alles ab, ne? Natürlich nicht, um die Leute zu fressen, sondern um sie dann am Ende in diese auch sehr straffe Ordnungsform hineinzuführen. Aber eben, indem man sie erstmal frei laufen und eventuell auch torkeln lässt. Wie auch immer. Also ich glaube, wir liefern da jetzt was. Also auch indem Leute sich das angucken können damit trainieren, also mit solchen methodischen Elementen. Ich glaube, wir machen da was Geniales, ne? Also was ganz Tolles. Weil ich sehe nicht, dass das irgendwie in vergleichbarer Weise jetzt auch an der Universität irgendwo angeboten wird. Schon gar nicht mit diesem Hintergrund gelebter Lebenswirklichkeiten. Also das ist, ja. Gut, das sei dazu nochmal gesagt. Also was habe ich da reingestellt jetzt in der Nacht? Es war ja, glaube ich, zwischen 1 und 2, wo ich so fertig wurde, dass ich das da abschließend dann im Forum drin hatte. Gut. Ja, das und, also, dass wir solche Tools, solche Teams, Agententeams und Tools anbieten können und dass die Leute vielleicht merken, wow, das hat ja echt Qualität, da kann man merken, dass es was mit uns macht und es hat ein Problemlösungspotenzial. Das sind Dinge, die wirklich faszinierend vielleicht Wirkung entfalten können. Neben dem, dass wir natürlich die vorgelebte Glückskommune brauchen, die vor Glück so strahlt, dass die Atomstrahlung und sowas nichts dagegen ist. Okay, gut, das mal dazu. Dann jetzt zu den Vorteilen und zur kriminellen Energie und wie man das durchbrechen kann. Ich glaube tatsächlich, also oder mein Ansatz ist ja immer, ich denke mich in die Gegenargumente der anderen so stark wie möglich rein. Und was bleibt übrig dann? Also wo, auch wenn man dann noch so versucht, ja, Kritik dran oder Aushebelung sich als sinnvoll und treffend vorzustellen, was bleibt dann trotzdem übrig als nicht aushebelbar? Und also als du das beschrieben hast, ich glaube tatsächlich, da haben wir auch schon öfters drüber geredet, dass bei manchem, was du als vorteilbringenden Irrtum siehst, auch aus diesem Blick auf die natürlich evolutionäre Entwicklung des Menschen, auch Bonobos und so weiter, da könnte zum Teil erfolgreich gegenargumentiert werden. Also ich stelle mir den Zivilisationsmenschen vor, der dir gegenübersteht und der sagen kann, das ist ein vorteilbringender Irrtum deiner verengten Wissenschaftlerbrille, weil es ist ein Irrtum zum Beispiel zu sagen, dass es besser wäre, ohne Kleidung zu sein. Oder es ist ein Irrtum zu sagen, es ist besser, eben da jetzt so wie die Bonobos Sexualität zu praktizieren. Also im letzteren Falle, das haben wir schon sehr oft diskutiert, dass vielleicht Leute sagen könnten, bei uns ist es jetzt nicht die körperliche sexuelle Lust, sondern es sind andere soziale Qualitäten,
geistige, auch Bildungsqualitäten. Ne? Also für jemanden kann es eben besser sein, mit einer Frau ein Buch zu lesen, als mit ihr Sex zu haben. Und noch mehr eben dieser Seelenrausch, da komme ich ja später noch zu, bei der Frage, was brauchen wir, um die Hemmnisse eben zu überwinden. Dieser Seelenrausch des gemeinsamen Post-Conventional Levels oder du nennst es ozeanisches Einheitsbewusstsein. Ich nenne die weitergedachte Form des Post-Conventional Levels ja Spirit Identification Level. Ja, also das kann eben eine ganz andere Qualität haben als Sex. Und das sage ich, obwohl ich mir vorstelle, dass Körperlichkeit und Sex eine große Bedeutung haben wird. Also ich kann das auch bestens mehr als Einheit vorstellen, den Seelen- und Körperrausch. Und ja, ich habe ja schon gesagt zwischendurch auch mal, dass ich keine anderen Ablenkungen brauche, eigentlich als Geist, Atmung und Arbeit mit der Sexualenergie. Schon auch, ne? Aber jetzt als dicke Brocken so meiner Innenarbeit. Ja, gut. Also da könnte jemand noch gegen argumentieren, könnte sagen, das, was ihr uns da als Vorteil bringt und Irrtum unterstellt, das ist eigentlich ein Irrtum eurerseits, weil ihr eine zu festgefahrene Wissenschaftlerbrille aufhabt. Auch jetzt mit der Kleidung. Mag ja sein, dass kein Tier eben Kleidung hat. Aber, und vielleicht steht das in Verbindung eben damit, dass Naturevolution uns zu so einer dünnen Haut geführt hat. Die Kleidung gibt uns einfach mehr flexible Möglichkeiten, auch mehr Lebensqualität. Indem ich im Winter mich passend kleiden kann, was die Möglichkeiten eines einheitlichen Fells oder sogar eines Sommer-Winterfells übersteigt, wie ich das machen kann, und auch im Sommer. Also es ist ja so, dass wir sehen müssen, die jetzt in den heißesten Gegenden dann so sind und sich da möglichst kulturell anpassen, auch in der Wüste, die tragen dann dicke Gewänder. Oder das können wir auch bei uns schon merken, wenn wir im Sommer so rumlaufen, also damals, als ich nur auf der Straße stand, habe ich das natürlich in besonderer Knalligkeit so erlebt. Kleidung im Sommer ist besser als keine. Also gerade wenn es so die Hitze hat oder wenn die Sonne brennt, also du bist ganz schnell verbrannt, wo du mit leichter, weißer Kleidung erheblich komfortabler dich bewegen kannst. Also das sind die Dinge, wo ich ja dann sagen würde, okay, wenn da einer kommt und sagt, hier, nee, da ist das doch richtiger hier mit der Zivilisation oder wie ich so drauf bin, würde ich sagen, ja, also unsere Natur ist ja auch die Kulturfähigkeit, das Geistige und die Erfindungen, die wir so machen können. Ich würde nicht ausschließen, dass wir in Teilbereichen tatsächlich auch dann durch die Kultur den Naturzustand weiterentwickeln und verbessern können. Würde ich nicht ausschließen wollen. Obwohl ich den Bereich der Ernährung für eher, ja, also das spricht, ist einer der Bereiche, wo ich der Ansicht bin, das spricht ganz viel dafür, dass die naturbelassenste Form auch die beste wäre. Aber ich gehe weiter. Also da könnte man noch sagen, gut, okay, vielleicht hat der andere ja ein Gegenargument. Aber jetzt so eine Situation wie heute auch bei mir in dieser Bildungsveranstaltung, wo ich sage, wir haben keine freie Argumentekultur und die eine Veranstalterin antwortet, nee, wir haben doch eher viel zu viele Argumenteplattformen. Wo ich dann sage, gute Frau, alle, die Sie aufgezählt haben, sind gar keine freien Argumente, sondern zensierte Manipulationsplattformen. Wie kann Ihnen das entgehen? Ne? Also das ist eher eine zusätzliche Belastung, Täuschung, Irreführung der Menschen, als dass man sagen könnte, sie haben doch Überfluss des Guten. Und also in der Regel hat man da gebildete Leute vor sich bei diesen Veranstaltungen. Also die Frage muss schon erlaubt sein, warum sind da solche Klötze an Fehlwahrnehmung oder Falschschlussfolgerung möglich? Das liegt nicht einfach nur an dem kognitiven Mangel. Und ja, und damit komme ich weiter. Also da könnte man jetzt noch meinen, die Frau hat erst einen Irrtum. Sie ist der Ansicht, wir haben freie Argumenteplattformen. Und dann könnte man jetzt aber ja denken, also ich spitze es noch zu, und ich meine, das hat durchaus einen inhaltlichen Zusammenhang, weil wir sind ja der Ansicht, dass wenn freie Argumenteplattformen fehlen und dadurch keine demokratische Verantwortungsargumentekultur in der Gesellschaft ist, dass das Massenmord ist. Also ob jetzt die Menschen, die man hier seelisch tötet, indem man sie zu dressierten Hamstern und Robotern macht, oder bezogen auf die Kinder der dritten Welt oder Kinder der Zukunft, also wir würden ja sagen, da täuscht sich nicht nur jemand jetzt mal gerade drüber, ob wir freie Argumenteplattformen haben,
sondern es ist verbunden mit Massenmord. Und ich nehme mal dieses Massenmordbild, um es so zuzuspitzen und deutlich zu machen, worauf ich hinaus will. Wenn man sagt, da erliegt jemand nur unschuldigen Irrtümern, dann könnte man zum Beispiel sagen, da wo Menschen durch ihn umgebracht werden, sieht er es aber nicht. Er ist der Ansicht, er tötet keinen. Ob jetzt dadurch, dass er diese Manipulations- und Dressurgesellschaft hier fördert oder als Nahrungsproduzent vergiftete Nahrung herstellt, die aber profitabel ist. Also er weiß es nicht. Dass er denkt, es ist gesund. Ne? Also wie du ja manchmal sagst, die Leute meinen, das ist gesunde Nahrung dann, was sie den Leuten geben. Also er weiß es nicht, er täuscht sich darüber, er ist im Irrtum, dass er da eigentlich Mord begeht. Okay, wäre ja auch kein Mord. Ne? Also ich nehme jetzt mal die gängigen Definitionen unserer Gesellschaft auch für kriminelles Handeln auf. Da ist der Vorsatz mit drin, da sind die, also jetzt Unterschied zwischen Tötung und Mord, die Handlung aus niedrigen Motiven ist da mit drin. Aber also nehmen wir das mal. Das sind ja die alltagssprachlichen und juristischen Kategorien, die die Menschen ja auch so haben wollen, die in unserer Gesellschaft so als gültig betrachtet werden. Und dann schauen wir uns das an. Also nehmen wir an, die Frau denkt, stimmt doch alles und es wird keiner getötet. Es sind die nötigen Argumenteplattformen oder es wäre die gesunde Ernährung da, sodass das gar nicht so verheerend Schaden anrichtet. Was passiert, wenn man hingeht und diese Irrtümer korrigiert? Und im Unterschied zur Kleidung kann man da schon sehr stark argumentieren. Also ich hätte die ja jetzt argumentativ völlig auseinandernehmen können, wenn wir weitergeredet hätten, ob sie wirklich jetzt beruhigende freie Argumenteplattformen genannt hatte. Und genauso kann man das im Ernährungsbereich, wie ihr ja wisst, auch sehr gut auseinandernehmen und den Leuten dann die Schäden nachweisen. So, jetzt stellen wir uns vor, der Irrtum ist effektiv korrigiert. Dann ist auf dieser Ebene ja kein Irrtumsbewusstsein mehr gegeben. Und dann müsste man annehmen, oder das ist jetzt die unschuldige Vorstellung von Menschen, wenn sein Irrtum korrigiert ist, dass da eben genug freie Argumenteplattform oder gesunde Nahrung wäre. Wenn der Irrtum korrigiert ist, dann ist er auch unschuldig und sagt, na dann will ich das ja nicht. Aber ich glaube, gerade wenn wir das in der Praxis durchexerzieren, stellen wir fest, dieser Effekt tritt nicht ein. Sondern wir haben, ob jetzt bei der Frau heute in der Veranstaltung oder dem Konzernboss, der Nahrungsmittel herstellt, wenn wir hingehen und sagen, hey, hör mal, das war ein Irrtum, ne? Das ist nicht gesunde Nahrung und das ist nicht freie Geistesentwicklung, die man den Menschen gibt. Das ist hier jetzt ganz eindeutig nachgewiesen, du kannst es auch selbst nicht mehr übersehen. Dann bleiben die Menschen dabei. Also sie stehen auch direkt dazu, wenn man sie festnagelt, dass sie sagen, okay, gut, da sterben vielleicht Menschen dran, aber die Welt ist halt so, dass da Profit machen ist das Bestimmte. Wenn ich nicht mehr komme, ein anderer, die Aktionäre peitschen uns zu dieser Art von profitablem Handeln. Oder die Frau, die Veranstalterin heute würde sagen, ja okay, das ist so, ich kann nicht sagen, dass da jetzt hier den Menschen freie Geistesentwicklung gegeben wird. Aber in der Politik muss man halt mit kleinen Fortschritten arbeiten und ist das schon besser, wenn wir hier jetzt auch mal drüber reden hier. Wir haben das jetzt veranstaltet, wie auch heute. Ne? Und wenn wir jetzt nicht hier in diesen politischen Ämtern sitzen würden oder im Veranstaltungsmanagement, ob das dann so gut sein würde, also wir sind vielleicht das geringere Übel. Ne? Und jedenfalls kann ich damit weiter mein Geld verdienen. Das heißt, also ich glaube, wenn man ganz ehrlich auf die Menschen schaut und würde die Irrtümer ausräumen, dass das was Gesundes und Lebenserhaltendes ist, was sie tun, dann würden sie bei ihrem Verhalten trotzdem bleiben und in vielen Fällen sogar solche Ausreden, Rationalisierung oder Zynismen sogar vorbringen. Und das ist dann kriminell, also nach den gängigen Definitionen, weil Mord ist Tötung aus niederen Motiven. Wenn jemand hingeht und sagt, ja, ich habe die Frau da vorne umgebracht, ist einfach so, dass das meine Geliebte war und jetzt wäre es rausgekommen, hätte es meine Frau gewusst, dann hätte die mich rausgeschmissen und so, ne, und dann wäre mein Lebensstandard schlecht gewesen. Also habe ich besser den Auftragsmörder bestellt, dass er die Frau da gekillt hat. Was ist der Unterschied, wenn in unserer jetzigen Gesellschaft Leute sagen, ich muss doch meine Brötchen verdienen, ich muss als Polizist hingehen, und muss da jetzt es durchsetzen, dass da Menschen
mit ja, lebensgefährlichen, was weiß ich, Impfungen gespritzt werden und so weiter. Auf jeden Fall muss ich mitmachen, dass hier diktatorische Durchsetzungsformen aufkommen, statt dass die Demokratieentwicklung weitergeht. Ja, also im Grunde genommen, wenn dann jemand dasteht und sagt, ich muss doch meine Brötchen verdienen, ich weiß jetzt, das tut dem Leben der Menschen nicht gut, das kostet Menschenleben. Und ein Hauptargument von mir bei der Corona-Sache war ja, dass spätestens, wenn man an die Menschen in der dritten Welt denkt, also Black Lives Matter und sowas, und die verlängerte Lebenszeit der alten Leute in unserer Gesellschaft gegenrechnet, mit den Kosten, die der Lockdown und so verursacht hat, und wie viele Menschenleben in armen Ländern man da hätte retten können, da ist völlig klar, dass das eine Mordstrategie ist. Und also so betrachtet, genau wie der Mann, der da seine Geliebte umbringen ließ, weil er seinen Lebensstandard sonst verloren hätte, in dem Moment, wo jemand hingeht und sagt, ich bin bereit, an solchen Vorgängen teilzunehmen, ich mache das mit, ich mache mich dafür zum Werkzeug, weil ich muss ja eben irgendwie auch über die Runden kommen oder hier mein Geld verdienen können, meinen Lebensstandard haben können und so weiter. Das ist Vorsatz und das sind niedrige Motive. Und in dem Sinne, ich sehe da ganz klar diese kriminelle Energie. Aber wenn wir den Mechanismus jetzt nochmal weiterverfolgen, also es sind ja dann nicht mehr solche Irrtümer wie, da werden keine Menschen geschädigt. Ob jetzt durch Mord an der Geliebten, ob durch die ungesunde Nahrung, ob durch hier die Unterstützung für ein Corona-Diktatursystem, was die wirtschaftlichen Mittel auch so verwendet, dass mehr Menschen sterben als gerettet werden. Also ich habe keinen Irrtum, dass ich da Menschen und ihr Leben schädige. Aber ich habe noch einen Irrtum. Also wenn man sich anschaut, der Irrtum ist auf einer Meta-Ebene, auf einer anderen Ebene. Dieser Irrtum besteht darin, dass wenn ich die Menschen so schädige, mir damit doch Vorteile verschaffen kann. Aber äußere Vorteile kann er sich ja verschaffen. Er hat ja dann vielleicht seinen etablierten Lebensstil. Also müsste der Irrtum, wenn man ihn überwinden will, müsste mit so einer Logik aufgeknackt und überwunden werden, dass man sagt, der Irrtum muss korrigiert werden, dass ich, auch wenn ich wegen äußerer Vorteile andere Menschen schädige, unterm Strich dadurch Vorteil habe. Und wie kann das gehen? Aus meiner Sicht ist wirklich, und das sage ich ja auch sehr oft, die einzig tragfähige Verantwortungsmotivation, also Verantwortungsmotivation mit Blick aufs Ganze, die wir brauchen, weil das kein Instinkt mehr regelt. Die Verantwortungsmotivation mit Blick aufs Ganze, wo jeder Splittervorteil, den ich mir äußerlich verschaffen kann, nicht zählt. Also das nicht ausreicht, um zu sagen, das ist eine Begründung, um es zu tun. Diese Motivationsebene, die dafür mit eingeschaltet werden muss, das ist sowas wie dieses Post-Conventional Level oder ozeanische Einheitsbewusstsein oder eben Spirit Identification Level. Denn ich brauche eine Verbundenheit mit meinem aufs Ganze gesehen sinnvollen Denken und dem da involvierten Leben, also jetzt zum Beispiel der Kinder der Zukunft. Ich brauche eine Verbundenheit, eine intrinsische Werteverwurzelung, ein Einheitsgefühl, was mir durchschaubar macht, wenn jemand kommt, hier kannst du aber wegen bestimmter äußerer Vorteile durch die Schädigung oder den Mord an diesen anderen ja, unterm Strich was Besseres wählen. Das geht, glaube ich, nur durch diese Verbundenheit mit meiner Vernunftseele, dem, was im Ganzen sinnvoll ist, und damit auch dem Leben insgesamt, was auf andere Weise nach meiner Einschätzung nicht so ins Erleben und ins Werterleben hineinkommen kann. Ich sage ja oft, die Kinder der Zukunft, die kann ich nicht sinnlich wahrnehmen. Da kann ich keinen besonderen emotionalen Bezug zu so einem Kind jetzt hier aufbauen. Es kann mich nicht belohnen und es kann mich nicht bedrohen und es kann mich nicht, es kann nichts machen. Außer, dass es Teil meines Denkens ist und dass es da ein sinnvoll gedachter Baustein der ganzen Welt oder ein Organ, eine Zelle der ganzen Welt sein kann. Und dass dieses richtige Denken, dieses Mitdenken dieses Elementes
so einen Wertfaktor, so eine Lust, so ein intrinsisches Motiv in mir darstellt, dass es nicht mehr durch anderes ausgehebelt werden kann, also nicht mehr korrumpiert werden kann durch irgendeine oberflächlichere Vorteilsrechnung. Das heißt, an einem Satz nochmal, ich glaube nicht, dass die Menschen so unschuldig sind, dass sie immer nur denken, sie schädigen und bringen andere Menschen gar nicht um. Ich glaube, dass sie letztlich schlimmer und als Aufgabe herausfordernder dem Irrtum erliegen, dass es für sie vorteilhaft sein kann in irgendeiner Weise, wenn sie das tun, also die Schädigung und den Mord an diesen anderen Menschen. Diese tiefen Motivation in ihnen müsste aufgeknackt und verändert werden, damit da wirklich was Tragfähiges an Verantwortungsorientierung und Verantwortungsmotivation zustande kommen kann. Okay, habe ich da auch viel drüber gequatscht? Ich gebe weiter. Danke, hört ihr mich? Ja. Ja. Ah, cool. Ja, also, wenn das alles so wäre, Öffi, wie du sagst, dann stimmt das, gut argumentiert. Jetzt besteht ja auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel, wie der Dylan erzählt, wie man selber angefangen hat, Sachen zu hinterfragen und wie einem aufgefallen ist, dass hier und da Widersprüche sind und die Welt viel auf Kosten von Schwächeren funktioniert und man darauf keine Lust mehr hat. Und ja, das ist vielleicht eine Art und Weise, wie man Leute, die nicht, wie du sagst, offen kriminell sind, quasi mit dieser Information versehen kann, wie man sie so gesehen zum Aufwachen bringen kann, ohne sie in dem Sinn vor den Kopf zu stoßen, auf die Art, hey, das sind doch ziemlich offensichtliche Gedanken, bist du etwa offen kriminell oder so. Was natürlich eine Möglichkeit ist, aber es kann auch sein, dass sie einfach diese Gedanken noch nicht hatten. Und ja, das war's, glaube ich. Und ja, ich finde das sehr wertvoll, Dylan, wie genau du überlegst, warum Leute quasi gar nicht, also dass Leute gar nicht verstehen können, dass sie nicht die freie Argumentekultur praktizieren. Ich glaube, auch wenn vielleicht manche Leute so erfolgsgeil sind letzten Endes, dass sie in Kauf nehmen, Menschen zu töten, wird man halt die anderen Menschen am ehesten dadurch erreichen können, glaube ich. Ja, damit gebe ich dankend weiter. Ja, ich habe hier gerade das Forum vor mir, habe das gerade die ganze Zeit auch den Zuschauern gezeigt in allen Aspekten. Da ist ja auch die neue Frage drin, haben wir eine echte demokratische Klärungsplattform auch über den Grundkurs? Haben wir die? Und Luis, ich glaube, dass du das Richtige gesagt hast. Ich bin nicht so sicher, ob die Leute alle wissen, dass sie kriminell handeln oder ob sie einfach nur sozusagen, ob die Psyche vieler Menschen nicht einfach sehr biegsam ist, dass die irgendwie ja damit leben müssen, dass sie vielleicht manchmal ahnen, dass sie andere schädigen, aber dann vielleicht die Psyche dann wieder den einen oder anderen neuen Vorteil bringenden Irrtum entwickelt, wo das quasi hinter einem Schirm einer Rationalisierung versteckt bleibt, ja. Und also so quasi immer in dem Problem, wie kann ich mein Selbstbild versuchen zu optimieren, dass ich sei ein Gutmensch? Und wie kann ich trotzdem wirtschaftlich überleben in dem Kapitalismus, indem ich am besten gar nicht merke, wie viele Leute ich umbringe. Ja? Und ich habe letztens eine Sendung gemacht, die hieß, ich war Drosten Wieler Lauterbach. Ja? Ich war ja als Psychotherapeut, ich war halt kein Virologe, sondern eher Psychotherapeut. Ich war von meinem Studium her und der Ausbildung, ich habe ja große Teile der Ausbildung der Ärzte zum Psychotherapeuten absolviert und so weiter. Lehranalysen gemacht und so weiter, also alles Mögliche gemacht.
Ich war Drosten Wieler und Lauterbach. Ich habe auch meinen Patienten geschadet, indem ich sie zum Beispiel von Glückskommunen ferngehalten habe oder von der Augenöffnung. Ich habe sie von der Fiat ferngehalten, der vorteilbringende Irrtümerabbautechnik. Habe ich sie ferngehalten, indem ich sie auf unwichtige Nebenkriegsschauplätze durch Fokus auf die Kindheit und so weiter. Natürlich lernen wir auch in der Kindheit viele vorteilbringende Irrtümer. Aber entscheidend ist, dass wir die vorteilbringenden Irrtümer erkennen als vorteilbringende Irrtümer und rauswerfen. Und dazu ist der Fokus rein auf die Kindheit nicht immer nur hilfreich, sondern auch eher dann schädlich und so weiter. Und vor allem der Fokus, den wir in der Psychoanalyse haben auf die Kindheit, ist ja ein ganz falscher. Da geht es ja eben nicht darum, zu erkennen, was los ist. Ja, und was ich gut fand, ist ja, dass der Öff richtig gesagt hat, jetzt bringen wir doch mal auch ein paar Argumente, wie weit könnte meine Betonung, dass der Körperkontakt mit einer Voraussetzung sein könnte dafür, dass die Menschen es schaffen, in Liebe mit allen ihrer Kommune zu sein, dass dieses liebevolle Grundgefühl, ich habe es halt nur erlebt, dass es im Kontakt mit dem Körper oder in Zusammenhang mit dem Körperkontakt war, aber genau darum geht's jetzt. Quasi, was jetzt vielleicht noch gefehlt hat in Öffs Argumentation ist, für welche Sparte ist mein Glaube an die Wichtigkeit der Körperlichkeit ein vorteilbringender Irrtum? Welche Sparte profitierte davon, dass sie mich in diese falsche Richtung manipuliert hat? Und welche profitiert dadurch? Und dann das Gegenargument. Diese Diskussion ist aus meiner Sicht ja die wichtigste Diskussion überhaupt, weil ja ich sagen würde, wenn der Kapitalismus gewinnen will, muss er eins an erster Stelle tun. Er muss den Leuten die natürlichen Glücksmöglichkeiten wegnehmen. Egal welche, alle. Und ich vermute halt, dass er uns auch die Sexualität weggenommen habe. Ich habe es gerade heute wieder erlebt, draußen. Ich habe wieder ein Konzert gegeben, zwei Konzerte gegeben heute draußen. Und wenn dann, ja, die halbnackten, hübschen Mädchen, die so gekleidet sind, dass die Pobacken knallig herausstechen im nackten Zustand, also super Mini-Röcke oder super Hot Pants, die das ermöglichen und so weiter. Und bei nicht allen, aber bei denen, die offensichtlich genau das Körperbauschema haben, das, wie Konrad Lorenz hätte gesagt, als angeborener Auslösemechanismus ARM, beziehungsweise irgendwie auch als Schlüsselreiz in mir etwas bewegt, dann kann ich sagen, diese Dinge sprechen mich an. Und ich spüre, was für eine ungeheure Lustquelle es sein könnte, wenn es da im Stile der Bonobos jetzt plötzlich zu einer Umarmung hätte kommen können und so weiter. Ja? Aber gut, deswegen, also ich bin völlig offen dafür, dass man sagt, nein, Dylan, deine Betonung der Körperlichkeit ist ein Irrtum und ist vor allem auch ein vorteilbringender Irrtum der Sparten X, Y und Z. Und ich sage, genau da sind wir vielleicht an einer der wichtigsten Diskussionen überhaupt, denn wenn der Kapitalismus sein Geschäft vergrößern will, muss er in erster Linie irgendwelche Glücksquellen den Menschen wegnehmen, damit sie konsumsüchtig werden, kaufsüchtig, esssüchtig und so weiter, von wegen Waschbrettbauch und Waschbärbauch. Ne? Und jetzt nochmal zu Rogers Klientenzentriertheit. Ja, ich glaube, dass da ein vorteilbringender Irrtum drin ist. Auch bei der Psychoanalyse habe ich irgendwann dann auch gemerkt, dass es ein vorteilbringender Irrtum der Psychoanalyse ist, dass wir den Patienten so frei assoziieren lassen, weil wir dann eigentlich relativ wenig Arbeit haben.
Es ist einfach sehr bequem. Also ich habe zum Beispiel bei der Psychoanalyse, ich habe in meinem Entspannungssessel mehr gelegen als gesessen und mich tiefenentspannt, während meine Patienten auf der Couch gelegen haben und Klienten auf der Couch gelegen haben oder Patienten, weil ich ja auch als Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse gearbeitet habe, dann kann man ja auch Patienten sagen. Und Lehranalysanten, Medizinstudenten, Psychologiestudenten, ja, und ich, die waren tiefenentspannt und haben eben frei assoziiert und ich habe ab und zu mal eine Deutung losgelassen, ja. Das ist sehr entspannt und Rogers klientenzentrierte Technik oder in Deutschland von Tausch, Reinhard Tausch und ich glaube, sie hieß Mann Annemarie Tausch, die übrigens auch an Krebs gestorben ist, also offensichtlich vom gesunden Leben auch nicht allzu viel verstanden hat. Ja. Und diese Klientenzentriertheit ist einfach auch möglicherweise ein vorteilbringender Irrtum, dass man einen sehr bequemen Job hat als Therapeut und sehr ja, also sozusagen auch in einer gewissen Weise passiv sein als Therapeut, indem man den Glauben hat, dass die Patienten das schon irgendwie selber schaffen würden. Aber mein Gedanke ist, bei der VIAT hat sich gezeigt, wir brauchen ganz schön viel Aktivität und wir müssen als Therapeuten auch sehr fleißig sein, wenn wir es überhaupt schaffen wollen, dass der Mensch überhaupt an den Punkt kommt. Sich die Frage zu stellen, ja hoppla, könnte es sein, dass mein gesamtes Weltbild eine Summe von vorteilbringenden Irrtümern ist? Die einen, mit denen mache ich selber Geschäfte auf Kosten der Menschheit und mit den anderen vorteilbringenden Irrtümern machen die anderen Sparten Geschäfte auf Kosten von mir. Ja? Und ich bin auch noch Lobbyist wider Willen, indem ich auch noch die vorteilbringenden Irrtümer fremder Sparten, die quasi mich durchmanipuliert haben und also Geschäfte auf meine Kosten machen, dass ich auch noch diese vorteilbringenden Irrtümer kriegerisch weitergebe an andere und nochmal dafür kämpfe und die ausbreite und damit also auch nochmal den Schaden weiterführe. Ich erinnere nur daran, was ich manchmal vergesse zu sagen. Als ich den vorteilbringenden Irrtum übernommen hatte in meiner Kindheit aufgrund der Erlebnisse mit meinen Eltern, dass Körperkontakt ja irgendwie was, die Doktorspiele mit der hübschen Nachbarstochter, dass das irgendwie was Böses, Schmutziges und Gefährliches sei. In dem Moment, wo ich das übernommen hatte und dann in der Schule mich so verklemmt verhalten habe, dann war ich auch ein Lobbyist wider Willen, weil ich ja den anderen Schülern vorgemacht habe, dass es normal sei, sich an Mädchen nicht ranzutrauen. Hätte ich die Mädchen frank und frei angesprochen und ohne Ängste, ohne Schüchternheit, ohne sozusagen Unterdrückung des Liebesthemas völlig frei angesprochen, dann wäre ich ein Vorbild gewesen in die andere Richtung. Aber so war ich möglicherweise ein Lobbyist wider Willen, in dem mein Vorbild, und der Mensch ist nun mal das Tier, das die größte Vertrauensseligkeit und Nachahmungstendenz hat in der gesamten Natur, dass also sozusagen ich ein schlechtes Vorbild für die anderen Kinder war und Jugendlichen war, dass ich denen vorgemacht habe, dass es ja quasi normal sei, verklemmt zu sein. Ja? Und in dem Sinne, aber genau, wir haben es richtig erkannt, genau diese Diskussionen, da beginnt eigentlich die freie Argumentekultur so richtig, dass wir uns fragen, ob Rogers und Sigmund Freud und so weiter, ob es da um vorteilbringende Bequemlichkeitsirrtümer von Psychotherapeuten ging, die einfach nicht so hart arbeiten wollten, oder ob sie recht haben. Und genau diese Argumenteebenen, das ist doch, ja, jetzt könnte man wieder sagen, was ist an mir vorteilbringend, der Irrtum welcher Sparte, dass ich sozusagen diesen sanften Weg von Rogers und von Freud in Frage stelle. Und dann sind wir nämlich dann sind wir in dem wechselseitigen Falsifizierungsversuchen.
Und das muss man den Leuten klar machen, dass das A und O wirklich von allem ist. Dass auch die Parteien, die Neuparteien, alle alles tun, um die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche zu vermeiden wie die Pest. Man spricht einfach nicht miteinander. Ja? Das ist einfach. Das ist das Normale. Ja. Ja. Es fehlt das Bewusstsein bei den meisten Menschen, wie viel man selber getötet hat. Also ich selbst als Psychotherapeut, ich weiß nicht, wie viele Leute, auf jeden Fall habe ich denen Menschen Glück geraubt und habe dafür gutes Geld verdient. Ich habe Dauerpatienten geschaffen und ermöglicht und so weiter. Wie viel davon sich dann vielleicht irgendwann umgebracht haben, weil ich sie von Selbsterkenntnis und wahrer Selbsterkenntnis ferngehalten habe, das weiß ich gar nicht, ja. Aber ich wäre offen dafür, dass ich vielleicht viele Leute so schlecht behandelt habe, wie das alle Therapeuten machen, dass sie sich dann vielleicht auch irgendwann umgebracht haben, ohne dass ich das je erfahren hätte. Ja? Aber es fehlt einfach das Bewusstsein bei vielen Menschen, dass es im Kapitalismus ganz normal ist, wenn man sich eingestehen würde, durch die vorteilbringenden Irrtümer, die ich weitergegeben habe und durch meinen Lobbyist wieder Willen sein, habe ich so und so viele tausende Leute getötet. Ja? Und deswegen habe ich ja diese Sendung gemacht. Ich war Drosten Wieler Lauterbach. Ja? Ich war doch genauso schlimm, bevor ich das durch den Falsifizierungsprozess rausgefunden habe, dass ich lauter vorteilbringende Irrtümer gelernt hatte, die meiner Gesundheitssparte, meiner Psychosparte Profite gebracht haben, aber der Bevölkerung und der Gesellschaft und den Menschen Schäden zugefügt haben. Und das Dilemma ist, dass alle sich heute wie die Zeugen Jehovas verhalten und nichts dabei empfinden. Alle verhalten sich wie die Zeugen Jehovas und sagen, ich weiß doch, wie die Wahrheit ist, das brauche ich doch nicht zu hinterfragen, ich brauche mich doch da nicht einem Falsifizierungsprozess auszusetzen, ich weiß doch, wie die Wahrheit ist. Genauso reden Zeugen Jehovas, aber genauso reden heute auch Universitätswissenschaftler, genauso reden alle möglichen Leute. Ja? Und weil es für den Kapitalismus nichts Gefährlicheres gäbe natürlich, als wenn wir plötzlich anfangen würden, uns alle zu hinterfragen und gegenseitig zu falsifizieren, weil dann einfach deutlich würde, es geht so nicht weiter. Entweder müssen wir jetzt alle verantwortungsbewusst handeln, das würde aber bedeuten, dass die meisten Geschäftsmodelle gar nicht mehr funktionieren würden. Denn wie soll das Geschäftsmodell Zigaretten noch funktionieren, wenn wir alle verantwortungsbewusst handeln? Das kann dann einfach nicht mehr funktionieren, weil wir dann niemanden mehr manipulieren wollen, unglücklich zu werden und dann zigarettensüchtig zu werden. Ja? Oder wir machen es uns etwas leichter, wie wir das vorschlagen, mit den positiven Anreizen. Wir belohnen gesundheitsförderliches Handeln und sanktionieren gesundheitsschädliches Handeln und zwingen dadurch die Wirtschaft, dass es Profite zukünftig nur noch gibt für nachweisliches Gutes tun. Ja, das Dilemma, also das spreche ich also zum Schluss an nochmal. Machen wir uns klar, dass alle diese Gruppierungen, alle möglichen NGOs und wie sie alle heißen, dass sie sich alle eigentlich wie Zeugen Jehovas verhalten. Sogar die Erdkarte, wenn ich zurückdenke, dass der junge Mann mich ja immer noch nicht wegen einer Talkshow angerufen hat, ja. Das sind alles Gruppierungen wie Zeugen Jehovas und sie meiden die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche wie der Teufel das Weihwasser. Ich gebe weiter mit dem Hinweis, dass irgendwo auch noch ein Mikro an war oder ein Telefon an war. Ja, danke Dylan. Danke Dylan. Und wir sind eh auch langsam schon wieder an der
2-Stunden-Marke angekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns nochmal einwählen würden. Aber von mir aus sind 2 Stunden auch ein Rahmen. Also wir könnten auch mal gucken, ob es reicht. Also ich danke dir, Dylan. Ich danke dir, dass du auch geguckt hast. Ja, dieses Thema, was ich heute jetzt im Forum dann während der Veranstaltung noch gemacht habe, haben wir eine echte demokratische Klärungsplattform auch für den Kurs des Schiffes, des Gesamten. Ich bin ja auf Leute getroffen bei der Veranstaltung, die sich rausreden wollten mit entweder, es gibt so freie Meinungsplattform, also man kann schon alle Inhalte sehen oder bringen. Und gerade der Kreistagsabgeordnete brachte als Argument gegen Punkt 2 der freien Argumenteplattform, dass es nach Argumentequalität statt Korruption gehen sollte. Also faszinierend, wie er sich da rausreden wollte. Ich kann das schon von früher, ich weiß da, welche Argumentationsschiene er einschlägt. Sein Argument ist dann, naja, wenn Menschen halt Interessen vertreten und jeder Einzelne hat halt seine Motive, also diese Vorstellung der Korruptionsfreiheit, das gibt's ja auch gar nicht, ne? Also, und insofern ist das so, es ist ja legitim, wenn jeder versucht, eben so mit seiner Brille und seinen Motiven das durchzusetzen. Oder ein Konzern hat halt viel Belegschaft und es sind halt viele Stimmen und die kann er halt auch so beeinflussen und ist halt Ausdruck von realen gesellschaftsbildenden Kräften, so könnte man sagen. Also die Korruption, nicht korrupte Orientierung oder Argumentebeurteilung ist eigentlich gar nicht so möglich. Ne? Deshalb ist das so, dass wir da, ja, wir brauchen nichts Neues. Ne? Also was da ist, ist halt so das, was möglich ist. Und da habe ich ja dann gesagt, okay Leute, also der Maßstab eben, dass eigentlich die Argumente sichtbar werden müssten und dass, wenn es möglich wäre, also dem Kreistagsabgeordneten habe ich gesagt, guter Mann, das stößt an Grenzen, also wo wir eben mit wissenschaftlicher Klarheit sehen können, dass bestimmte Dinge nicht gehen und wenn wir die aus Geldinteressen machen, ist das schädliche Korruption. Heutzutage, also ich meine unter uns hier, ne, Louis ist ja auch Extinction Rebellion. Ja, mein Sohn ist auch mit dabei, der Yoshi. Also wir wissen heutzutage, dass man sich jetzt nicht mehr erlauben kann zu sagen, jeder hat so seine subjektiven Sichtweisen und Motive, deshalb kann man nicht von Korruption sprechen, sondern wir wissen, dass Extinction Rebellion sagt, Leute, sagt jetzt endlich die Wahrheit und es gibt da objektive Gefährdungen der kommenden Generationen, wo wir jetzt auch gemeinsam die Augen für öffnen und darauf reagieren müssen. Und ähnlich ist das jetzt auch mit Entwicklungen natürlich, wie ja sowieso schon, dass das Post-Conventional Level ausgeblendet wird, dass die Wissenschaft weiß, was verantwortungsreif ist und wir tun so, als müssten wir uns da nicht orientieren. Und natürlich auch die Corona-Sachen, wo ja der Professor Welzer schon deutlich darauf hingewiesen hatte, dass wenn wir nicht davon ausgehen können, dass vernünftiges Gemeinwohl die Motivation ist, dass dann durch die Digitalisierung jetzt Machtmittel dazukommen, die unglaublich sind und gefährlich für die. Es ist jemand abgestürzt, wir müssen kurz einwählen. Ja. Ja, mach ich. Ganz kurz, ich mach mal mein Mikro aus, mal kurz 10 Sekunden warten bitte, aber ich habe auch gehört, Professor Welzer, da ist es dann abgebrochen. Sekunde. Alles klar. Super, dann mache ich mal weiter. Also, ich habe dann eben dagegen gehalten, so leicht kann man sich's nicht machen, es gibt keine Korruption. Wir wissen heute, dass wir dabei sind, hier sehenden Auges die Existenz der kommenden Generationen aufs Spiel zu setzen. Wir können wissenschaftlich fundiert erkennen, dass wir keine echte Verantwortungsreife ins Bildungssystem aufgenommen haben oder jeder Einzelne auch für sich für diese Reife dann interessiert hat und dafür entschieden hat. Wir können mehr als deutlich jetzt sehen, dass, wie der Professor Welzer gesagt hat, wenn die klare Sicht, dass die Machthaber sich nicht nach vernünftigen Gemeinwohlinteressen orientieren, sich verbindet mit den Möglichkeiten der digitalen Überwachung und Kontrolle, dass uns dann die digitale Willkürdiktatur à la Big Brother hier blüht. Und da können wir nicht sagen, wir sehen es nicht gut genug oder wir können die Motive nicht gut genug jetzt beurteilen. Und aber im Grunde genommen
haben Sie diese Maßstäbe, dass die Argumente sichtbar werden müssten und dass es nicht, ich sage jetzt mal, vermeidbar korrupt sein sollte, die haben Sie im Prinzip ja akzeptiert. Dann habe ich während der Sendung ja gesagt, okay, es geht jetzt nicht darum, schaltet jetzt jemand irgendwo dann die freie Argumente-Plattform ein und wir können dann gleich drüber nachdenken, wie wir, was weiß ich, jetzt wieder die Plastik-Tragetaschen besser durch Jute-Tragetaschen ersetzen können. Also wir gehen auf so einer freien Argumente-Plattform jetzt direkt in die einzelnen Themen wieder. Sondern ich habe gesagt, wir sind uns offensichtlich noch nicht so richtig im Klaren drüber. Wie ist das mit so einer freien Argumente-Plattform? Haben wir sie schon, haben wir sie nicht? Wie sieht sie aus? Wie weit ist sie möglich? Was können wir tun, um sie zu erreichen? Und habe gesagt, ich stehe euch für alle Kommunikationswege jetzt auch zur Verfügung, um auf diese Meta-Ebene zu gehen. Das heißt, wir wenden die freie Argumente-Logik auf die Frage an, ob wir freie Argumente-Kultur haben. Ob wir freie Argumente-Logik haben und wie wir sie herbeiführen können ansonsten. Und lasst uns also diese freie Argumente-Kultur erstmal auf sich selbst anwenden, auf das eigene Thema. Und ihr könnt mit mir, ihr sagt mir, wo eure Kommunikationsmöglichkeiten sind, dass wir da jetzt rangehen. Und ansonsten biete ich euch was an. Ne? Und dann habe ich dann während der Veranstaltung dieses Thema gemacht und das da ja auch reingegeben, den Link. Ich bin mal gespannt, ob jemand kommt. Aber dann kann keiner sagen eben, ach, ich wusste gar nicht, dass da irgendwelche Möglichkeiten existieren oder dass ich jetzt darüber hätte weiter nachdenken können. Ne? Das ist mir einfach mal entgangen oder dann war der öfters weg und ich wusste gar nicht, ne, wie kann man da einen Faden jetzt irgendwie weiter aufgreifen. Das wollte ich Ihnen so schwer wie möglich machen. Und damit zu dem, was der Seelen da gesagt hat. Also erstmal zu Louis auch schon. Ich bin ja für das Arbeiten auf allen Schienen. Das heißt, natürlich freue ich mich auch mit, wenn Dylan überlegt, was könnten alles noch Dimensionen unschuldigen Irrtums in den Menschen sein, wo man ihnen das einfach aufdeckt und dann handeln sie so unschuldig, dass sie eben das Leben im Ganzen wahren, schützen und wahren wollen. Weil das setzen wir ja voraus als Unschuldsmaßstab. Wir denken, die haben irgendwelche Irrtümer, eben dass ihre Ernährung ja vielleicht doch gesund sein kann. Oder was auch immer, ne? Dass die Kleidung, die sie herstellen, den Menschen gut tut, was auch immer. Wir denken, sie haben den Maßstab, wir wollen kein Leben vermeidbar verletzen und töten, aber wir haben halt falsche Vorstellungen gehabt, Irrtümer halt, wie sich unser Tun auswirkt. Das setzen wir ja voraus. Und ich sage, es ist schön, so weit wie möglich zu denken, wie weit kann das der Fall sein und wie weit können wir dann durch Aufdeckung von solchen äußeren Irrtümern die grundlegende Unschuldsgesinnung den richtigen Pfad finden lassen. Aber ich denke, es ist auch äußerst wertvoll, dieses Forscherlicht anzumachen. Inwiefern kann es sein, dass wir in uns eine Motivation haben, die gar nicht so unschuldig ist, dass es uns darum ginge, ne? Wenn wir wüssten hier, die richtigen, vernünftigen Argumente, jetzt auch für Wahrung und Schutz des Lebens, die sehen so und so aus, dass wenn wir das glasklar sehen würden, dass wir es dann überhaupt wollen und befolgen, sondern dass wir andere Interessen wichtiger finden und dass wir dafür die vernünftige Argumentation aufs Ganze und für Schutz und Wahrung des Lebens insgesamt unterordnen. Ist auf jeden Fall für den Forscherblick und ich glaube, wir brauchen ganz offene wissenschaftliche Forschung über all diese Fragen. Also Dylan hat recht, wir diskutieren hier über Dinge, die sind grundlegend. Aber das brauchen wir. Ne? Inwiefern ist da eine kriminelle Energie, jetzt nach landläufigen Definitionen, in uns wirksam, auch in den anderen? Und inwiefern brauchen wir als eine Aufdeckung oder eine Lösung eines vorteilbringenden Irrtums, den Irrtum, dass wir durch diese Kriminalität Vorteile haben? Dass wir, auch wenn wir durchschauen, unser Tun oder unsere Produkte schädigen und töten Menschen, sind nicht aufs Ganze gesehen aus vernünftiger Verantwortungslogik rechtfertigbar, dass wir trotzdem gut damit fahren, dann das Verbrecherische zu tun. Also das, was gegen die vernünftige Einsicht ist und wissentlich Leben unterm Strich schädigt und tötet. Und ja, also ist ein Aspekt, genauso wie die Frage eben, also Dylan erforscht sich ja auch selbst damit, also wo ist er diesen vorteilbringenden Irrtümern aufgesessen? Und das ist toll.
ein Forscherblick, wenn es diese ehrliche, echte, gründliche Forschung mal gibt, der auf uns jetzt auch dabei schaut, sag ich mal, als eine Art lebendige Versuchskaninchen auch, für die Theorien, die wir da so erläutern, dann wäre zum Beispiel ganz spannend, aus meiner Sicht, zu erforschen, inwiefern kommt jetzt dieser Durchleuchtungsblick bei Dylan und die Orientierung, die er im Ganzen so jetzt als die gute, die erfüllende Orientierung ansieht, inwiefern kommt sie aus solchen Erkenntnissen, wie ich habe als Psychotherapeut auch Menschen nur oberflächlich abgespeist und dadurch vielleicht in ihre Knoten sich verhängnisvoll weiter verstricken lassen? Inwiefern sind das die am Ende auslösenden Erkenntnisse gewesen, dass er gesagt hat, mache ich nicht weiter? Oder inwiefern ist es ein Wertebewusstsein gewesen, wie bei ihm durch dieses ozeanische Einheitsbewusstsein entstanden, dass er sich nicht, wie ja ganz viele Kollegen drumherum, auch wenn sie das durchschauen, sagen konnten, ich will da weiter mein Geld mit verdienen. Und es ist mir halt wertvoll genug. Ich fühle mich da jetzt nicht so, bei mir kommen die Skrupel nicht hoch, dass ich das jetzt nicht weitermachen dürfte, um meine Vorteile zu bekommen. Also ich glaube, wie schon gesagt, dass das Motiv, was die Verantwortlichkeit im Ganzen tragen kann, das ist das geistige Motiv. Also wenn man die nüchternste Schiene jetzt erstmal betrachtet, wie kann da eine Motivationsbasis entstehen, dann ist es die geistige Schiene. Ich erkenne, ich bin Vernunftseele und aufs Ganze gesehen vernünftig jetzt zu denken, ist meine Wesensentfaltung. Und alles andere um mich herum, auch die Kinder der Zukunft, hat einen entscheidenden Wert dadurch, dass es ein Baustein dieses ganzheitlichen Denkens sein kann. Und irgendetwas passend jetzt an seiner Stelle und in seinem Maß einzusetzen in das Weltpuzzle, hat eine solche Wertequalität, eine solche Glücksqualität, dass wenn ich es nicht täte, es weniger wertvoll ist. Ganz egal, was es mir sonst an Vorteilen bieten kann. Aber dieses Einsetzen an der richtigen Stelle ins Puzzle hat eine höhere Vorteils- oder Glücksqualität als alles andere. Das ist also jetzt die ganz nüchterne Schiene, von der ich denke, so muss die Motivationslogik sich das erklären und so kann sie das auch bewirken. So kann das am ehesten dann herbeigeführt werden. Ich bin dabei durchaus der Ansicht, dass das noch andere Dimensionen auch hat, die Verstärker wirken. Nämlich, dass, so wie ich es ja auch organisches Denken nenne, so immer auf die jeweils wichtigste Frage die beste begründbare Antwort. Ich glaube schon, dass diese Erkenntnis, alles so als richtiges Element in meinem Sinn, im Ganzen sinnvolles Denken einzufügen, ist das Tollste, was ich machen kann. Dass ich das verbinden kann mit einer mystischen und einer Lebendigkeitsdimension. Dass ich dabei merke, das sprengt alle Grenzen auch meines unterscheidenden Denkens, der Gegensätzlichkeiten und so weiter. Das führt zu einem höchsten Einheitsrausch, der nicht mehr beschreiblich ist am Ende, der alles übersteigt. Das ist die mystische Dimension. Und die Lebensdimension, dass wenn ich mir dieses Puzzle so jetzt vorstelle, also mein Geist, der allem so den sinnvollen Platz im Gesamtsinnzusammenhang geben will, das ist eine Haltung zur Welt, die mir wie ein lebendiges Verbundenheitsgefühl bewusst werden wird. Also wo ich da am ehesten dieses Paradigma oder dieses Erlebnismuster in mir wach bekomme. Weil ich habe früher schon immer gerne als Bild gesagt, es gibt zwei Strukturen, die hinsichtlich höchster Einheitsqualität sich eigentlich sehr entsprechen. Und das ist einerseits das Geistige, also der geistige Sinn, diese Sinnkonstruktion. Und das ist der Lebenszusammenhang. Also wie in einem Organismus, wo auch die höchste Einheit dadurch entsteht, dass alles letztlich das Programm des Ganzen auch in jedem Teilchen in sich hat. Ne? So wie im vernünftigen Denken diese Vernunftlogik das Ganze und jedes Element dann durchzieht. So ist das innere Zellprogramm das, was im Gesamtorganismus und in der einzelnen Zelle das miteinander so verschweißt und in eine gemeinsame Ausrichtung bringt und halt organische Verbundenheit.
Das heißt, man kann sich auch als Teil des kosmischen Lebens dabei empfinden. Und insofern, das kann also alles dazukommen noch. Aber ich glaube, eben als nüchternste Logik betrachtet, wenn ich in mich reinschaue, merke ich auch, dass das ist wohl so in mir das zentrale, die zentrale Motivationsschiene. Das ist diese geistige Schiene. Das ist für die Vernunftseele einfach nichts Besseres. Ein Platz und in passendem Maß im Ganzen mit reindenken zu können. Alles andere macht unglücklicher. Aber das ist eine pädagogische Aufgabe, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Menschen, die auch aus ihren Irrtümern rausgerissen werden könnten, dass sie ja eigentlich auch äußerlich betrachtet gar nicht den Schaden so anrichten oder Menschen nicht so töten, die herausgerissen werden, die auf diese andere Verbundenheits- und Werteebene in diese Orientierung zu bringen, das ist eine schwierige Sache und eine große Herausforderung eben, wie das bildungsmäßig oder pädagogisch erreicht werden könnte. Vielleicht tatsächlich am Ende erst mit den Computerspielen. Wie werde ich zum aufgeklärten Bonobo der Zukunft? Das müsste so gut gemacht sein, eben, dass es besser ist als Fortnite. Ja, gut, das mal für heute. Also von meiner Seite aus, also wenn jetzt nicht noch was Neues, Heißes mit dazu kommt, aus meiner Sicht haben wir über dieses Thema, was ist die rettende Motivation, wie kann freie Argumentekultur zum beseelenden Lebensnerv des Menschen werden, was muss er an vorteilbringenden Irrtümern überwinden, was muss er vielleicht auch an krimineller Energie in sich überwinden, was muss er an Geistes- und Seelen- und Lebensidentifikation aufbringen können, was muss die Forschung da endlich angehen zu erforschen, damit wir da klare Bilder sehen. Da haben wir, glaube ich, sehr fruchtbar und wertvoll heute uns auch wieder drüber ausgetauscht, sodass der sich anhört, obwohl natürlich sehr lange wieder vielleicht da entsprechend viel von haben kann auch, das ist nicht lohnt. Von meiner Seite aus, wenn nichts Neues Heißes dazukommt, seid innig umarmt, ich danke euch, ne, und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich dann sagen. Ja, interessant. Als ich jetzt dem allem so gelauscht habe, habe ich zuerst gedacht, okay, diese Leute, die, ja, wenn sie richtig nachdenken, halt nicht verbrecherisch handeln wollen und nach Öffis strenger Definition ist, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi jeder, der kein Schenker ist, jemand, der den eigenen Vorteil so hoch hält, dass er sich auf Kosten anderer letzten Endes bereichert und kriminell handelt. Wäre interessant, korrigiert zu werden, falls ich es falsch verstanden habe. Und das würde natürlich die Frage aufwerfen, welcher Lebensstil stünde jedem Einzelnen zu, damit es nicht auf Kosten anderer laufen würde. Würde möglicherweise Öffis knallharte Antwort bringen, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Man muss dann abwägen, der hat dieses und jenes Bedürfnis, diese und darf jenes. Darf ich kurz dazwischen gucken, Luis? Ja. Noch knallhärter. Du hast recht, jeder, der nicht also so als Schenker aussteigt, jeder, der in seinem Namen weiter die große Mafia-Bande morden lässt, weil nichts anderes ist es im Prinzip, handelt dabei auch, also je mehr es ihm bewusst wird, desto stärker auch in krimineller Energie. Und der Ausweg ist für alle nur Direktumstellung in Ausstieg und aufgeklärte Schlenker-Bonobo-Kommun. Genau, also aus meiner Sicht war das jetzt gar nicht noch knallhärter, aber ja, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ja, du hast gemeint, vielleicht kann man das nicht für alle so sagen. Der Öff sagt auch, kann man für alle so sagen, aufgeklärte Schlenker-Bonobo-Kommun, es gibt keine Ausflucht, Schlupfwinkel. Gut, meine Konzentration reicht nicht. Ich versuche mal, da weiterzumachen, worauf ich hinaus wollte. Aber danke, bestimmt hat das Sinn gemacht. Jedenfalls, ja, also wäre das ja auch dann nach Öffis Definition im Fall von Dylan so und in meinem sowieso und eigentlich halt im Fall von jedem. Bei der Gelegenheit würde mich interessieren, ob Gandhi korrekt war,
oder was Öffi Gandhi empfohlen hätte. Und dann ist noch irgendwie zu berücksichtigen, finde ich, wenn man jetzt damit rechnen könnte, dass der Gedanke so allgegenwärtig in jeder Menschenseele arbeiten würde, okay, wir sind ja alle Mörder und viele von uns wollen das nicht und keine Ahnung, 90%, 95%, 98% wollen nicht morden und das ist jetzt ach so spannend, zum ersten Mal in der Menschheit durch die Vernetzung und bla bla bla, die Einsicht, wäre die überwiegende Masse der Menschheit bereit, vernünftig eine neue Verteilung zu machen und der Gewissensreinheit zuliebe auf ganz viel Luxus zu verzichten, in der Annahme, dass das nachhaltig wäre, sowohl für ja die eigene Lebensgrundlage, definitiv für die Lebensgrundlagen der Zukunft. Das würde dann noch gewürzt werden dadurch, dass möglicherweise, keine Ahnung, vielleicht ganz viele Menschen den bewussten Freitod machen müssten. Ist unklar, welchem Wissenschaftler man da glauben könnte oder nicht. Jedenfalls, das wäre eine Worst-Case-Variante, dass um dann die unschuldigen Kinder und so weiter Leute auch noch sich töten müssten. Naja, jedenfalls, eine andere Facette, auf die ich vielleicht hinaus wollte, dadurch, dass bis auf Öffi, und also Öffi ist vielleicht der Einzige, der so lebt, müsste man auch noch prüfen, und dann gibt es eine Handvoll Leute, die in der Selbstkritischheit darüber nachdenken wollen, und alle anderen Menschen sind quasi vom psychologischen Verdrängungs- und Selbsterkennungsbla so drauf, dass, also ich würde quasi, auch wenn man argumentieren kann, dass es kriminell ist und mörderisch, wie sie handeln und sich bereichern, dass es halt einen riesen Unterschied macht zu dem klassischen Bedeutungsdings, was man mörderischem Verhalten gibt. Und dass man das dann quasi anders nennen sollte, der Genauigkeit halber und der Fairness halber. Nämlich irgendwie sowas wie, Dylan nennt es ja oft ein biegsames Gehirn, was sich selber erfolgreich belügt und was aber quasi nicht das Gleiche ist wie jemand, der halt völlig kaltblütig den Nachteil von jemand anders hinnimmt. Auch wenn dann die Leute quasi einsehen, scheiße, es läuft ziemlich auf was Ähnliches hinaus. Mein Luxus, mein Selbstbild, all das beruht darauf oder all das hat zur Folge, dass andere Leute halt wie Sklaven arbeiten und sowieso die Natur krass kaputt geht. Ja, also ich würde es erstens anders nennen und zweitens, ist halt Öffi jetzt schon bereit, diese ganzen Vorteile nicht in Kauf zu nehmen und was weiß ich, Polizeigewalt und Besitzlosigkeit und alles Mögliche zu riskieren. Und die anderen Leute sind das nicht, aber sie wären es vielleicht quasi, sie wären bereit, dem reinen Gewissen zuliebe auf den Luxus zu verzichten. Wenn das quasi die breite Masse machen würde, dann wäre noch die Spezialfrage, wie geht man mit den vielleicht 2% um, die knallhart Luxus haben wollen und dafür töten wollen. Ja, ich weiß nicht, ob das alles genügend Sinn macht. Jedenfalls fand ich spannend, nachdem ich ursprünglich mich mit total reiner Weste gesehen habe und auch meine Mutter mit reiner Weste gesehen habe, dann zu checken, okay, klar, meine Mutter hat keine reine Weste. Eieiei, ich habe natürlich auch keine. Ja, gut. Danke, ich gebe weiter. Ja, jetzt, wo wir uns ja dem Ende so langsam nähern wollen, habe ich aber trotzdem noch eine wichtigen Tipp oder eine Anregung zu geben, ja. Zum Beispiel die, gerade auch bei Louis kam es jetzt vor, die Verantwortung für die Welt und die zukünftigen Generationen, also die noch ungeborenen Generationen und so weiter. Das ist aus meiner Sicht bedeutet, mit der Höchstschwierigkeit anzufangen. Und ich finde es nicht sinnvoll, mit der Höchstschwierigkeit anzufangen. Fangen wir doch an mit der Verantwortung für die Nachbarn.
Fangen wir doch erst einmal damit an, mit den Leuten zu argumentieren, was der Supermarktleiter macht, wenn er die Leute mit Zuckerkram vergiftet. Oder was der Arzt macht, zum Beispiel jetzt bei Corona, ja, der also in dem vorteilbringenden Irrtum lebt, dass das Verkaufen von Impfungen jetzt unheimlich wertvoll für die Menschheit sei, ja, und da die Beute zu entziehen, und Beute nur noch zu geben für bewiesene Gesundheitsförderung durch das Handeln des Supermarktleiters und indem er sozusagen seinen Handlungsspielraum nutzt, die Menschen zu verführen zu gesünderer Ernährung, ja, und indem er auch an seine Zulieferer das Signal ausgibt, dass er nur noch giftstofffreie, glyphosatfreie Gemüse und Obst haben will. Also mein Tipp, meine Anregung ist, außerdem gibt es noch, müssten wir auch nochmal die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsprozesses durchführen für den Punkt, ist der Mensch überhaupt ein Lebewesen, dem es so einfach leicht fällt, die Verantwortung für die Welt und zukünftige Generationen zu übernehmen? Sollten wir nicht den Leuten es leichter machen, erstmal zu verstehen, dass das Gesundheitssystem quasi, dass wir, ich habe das in der einen Sendung auch ganz knallhart gesagt, dass ich das als Teil des Gesundheitssystems genauso gearbeitet habe wie alle anderen Teile, nämlich lasst uns die Menschen, ohne dass es uns bewusst ist, so krank wie möglich machen, auf dass wir möglichst viel verkaufen können. Ne? Also das ist die Aufgabe des Gesundheitswesens. Und da argumentativ zu gucken, ja, erstens das bewusst zu machen und zweitens dann zu sagen, ja, und da viele Menschen es nicht schaffen, so verantwortungsvoll zu handeln, gerade weil sie ständig gelockt werden durch irgendwelche Verstärker, Belohnungen, positiven Anreize, quasi durch Anreize gelockt werden, das Falsche zu tun, müssen wir da nicht den Leuten, den Menschen auch ein bisschen helfen durch gezielt gesetzte positive Anreize, dass sie nicht mehr pleite gehen, wenn sie das Gute tun, sondern auch gerade dann besonders belohnt werden, wenn sie das Gute tun, das echt Gute tun. Ja? Also mein Tipp sozusagen, erst einmal Weltrettung und zukünftige Generationen vergessen, sondern erst mal die Nachbarn hier, Verantwortung für die Nachbarn übernehmen und dafür sorgen, dass die nicht mehr durch Fehlernährung und durch Medikamente vergiftet werden. Und daran zu gehen sozusagen. Ja? Und der Partei die Basis kann ich nur empfehlen. Ihr braucht die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche und müsst einfach diese Kräfte gegeneinander antreten lassen. GWO, GWÖ, GWO, GWL. Und Gradido, also die 4 Gs, GWO, GWÖ, die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future, die GWL, die Gemeinwohllobby mit ihrer bisher zumindest ungefähren Bewegung Richtung gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, ja. Und dann nochmal kontrovers Gradido diskutieren, wie weit Gradido die gesamte Volkswirtschaft tatsächlich ruinieren würde. Und dann die soziale Dreigliederung, wie weit solche Verstaatlichungen und Beamtengeschichten uns wirklich weiterbringen. Und dann vielleicht noch die Economy for Mankind, die das Ziel hat, den Menschen, gerade den Ärmsten, doppelt so viel Geld zu geben wie vorher, aber dabei vergisst, dass sie eventuell in der Folge eigentlich den Menschen am Ende nur noch die Hälfte gibt, weil wir nämlich genauso kirchenarm werden würden wie in der DDR zum Beispiel durch die Ökonomie von Mankind. Also mein Tipp ist also, die Leute erstmal für freie Argumentekultur zu öffnen bei dem, was in der Nachbarschaft geschieht, was vor Ort geschieht, was direkt nahe liegt. Zum Beispiel, sind Sie denn sicher, dass Sie hier im Supermarkt nicht ständig mit Glyphosat und anderen Giften vergiftet werden? Woher nehmen Sie diese Sicherheit? Nur weil da Bio draufsteht, soll das jetzt plötzlich ungiftig sein? Wieso glauben Sie so etwas?
Ja, und ist es nicht so, dass die Vorteilbringenden, dass es eigentlich viel mehr Profit bringt, wenn man sie mit vorteilbringenden Irrtümern abspeist und behauptet, es sei Bio, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht voll von Glyphosat? Ja, also dieses, meine Anregung, nicht von den höchsten Zielen des Endes der Kette zu sprechen, Verantwortung für die Welt und eventuelle zukünftige Generationen, wobei ich der Meinung bin, das müsste auch erst nochmal ausdiskutiert werden, ob der Mensch so und ob das überhaupt so weit gehen kann. Aber einfach erstmal die Verantwortungsdiskussion auf die Ebene zu bringen. Lieber Nachbar, was betrifft dich jetzt sofort? Und da an Beispielen deutlich zu machen, was für einen Riesenvorteil es hat, wenn man die freie Argumentekultur praktiziert, wenn man die wechselseitigen Falsifizierungsversuche praktiziert, wenn man mit dem Supermarktleiter und dem Arzt vor Ort, dem Hausarzt, darüber diskutieren könnte, wo der Supermarktleiter und wo der Arzt die Menschen krank machen, sie schädigen und ihnen Schaden zufügen und eventuell sogar umbringen. Das, glaube ich, können die Menschen besser verstehen, als wenn es gleich an die allerhöchsten Ebenen geht. Verantwortung für die gesamte Welt und Verantwortung für alle ungeborenen Generationen, sondern erst einmal vor Ort das, was den Menschen konkret betrifft und mich betrifft zum Beispiel, dass ich nicht weiß, das Zeug, das ich mir gleich zu essen mache, wie viel Gift da drin ist, wie es verseucht ist und so weiter. Und ich möchte das endlich, dass mein Supermarktleiter nur noch Verdienstzuschüsse kriegt dafür, wenn das Zeug alles gesundheitsförderlich ist und zwar bewiesenermaßen. Ja? Und zwar an Statistiken gemessen, am Endergebnis gemessen, dass die Leute, die bei diesem Supermarktleiter einkaufen und bei diesem Arzt sich ihre Gesundheitskurse holen, dass diese Menschen sich tatsächlich bewiesenermaßen länger leben, dass sie gesünder sich entwickeln, weniger Operationen brauchen, weniger Krebs bekommen, weniger Herzinfarkt bekommen und auch noch bessere Wohlfühlstimmen abgeben. Ja? Ja, also mein Tipp, also da mehr Volksnähe ist meine Anregung, die so mein mögliches Schlusswort jetzt wäre. Aber ich gebe nochmal weiter, vielleicht muss ja dazu noch was gesagt werden. Ja, danke Dylan. Dann nochmal als abrundendes Schlusswort, wo danach, wenn nichts kommt, ist tatsächlich auch von meiner Seite aus langsam zu Ende gehen kann. Der Gedanke mit der Nachbarschaft ist toll. Also wenn hier die Entwicklung um mich herum, ich erzähle sie ja, dass ich hier mit einem Projektgeflecht verbunden bin, also 4, 5 Projekte, die am Ende so auch ein Gewebe miteinander ergeben könnten. Du wirst überrascht sein, wenn du hörst, mit welchem Titel diese Gemeinschaftsversuche sich so betiteln. Die nennen sich Nachbarschaft. Und das hat eben damit zu tun, dass wir so vom unmittelbarsten, niedrigschwelligsten Anfang anfangen wollen. Wie können Menschen sich begegnen? Also natürlich könnte man immer sagen, ja, die Kommune ist sowas wie Familie, Gesinnungsfamilie und sowas. Aber Familie ist ja schon ein Anspruch oder ein Lebensbezug oder Lebensrahmen, den hat man nur mit relativ wenig Leuten. Also es ist schon eine besondere Verbundenheit auch. Und im Endeffekt ist ja eine ganz spannende Frage, also ein Aufsatz, den ich dazu gelesen habe, sagt auch, da zeigt sich die Qualität einer Demokratie dran, nämlich zu gucken, dass man wirklich schaut, es muss ja in einer Demokratie, wenn es da das Volk ist, die Herrschaft des Volkes und die Volksgemeinschaft so, also dass die müssen sich alle miteinander verbunden fühlen. Nicht für meine Familie tue ich was und schädige die anderen, das wäre ja schon wieder Mafia-Gesellschaft, sondern die wirklich lebendige Demokratie, jeder Mensch gleich als Wähler, als Bürger. Da kann man dann wirklich schauen, wie muss der miteinander umgehen können? Wie muss der miteinander umgehen können, der Mensch, der sich so einfach begegnen kann, die da nebeneinander sind? Und wie
was muss daraus wachsen oder wie sollte das dann weiter wachsen, damit es eine verantwortungsfähige Demokratie auch ergibt? Und insofern sehe ich das als Beginn auch des Experimentierens, wo man nicht erst viele Voraussetzungen macht, die Menschen verbinden müssen, damit sie miteinander anfangen können, so eine verantwortliche Gesellschaftsentwicklung zu starten. Und im Endeffekt muss es ja dann doch, ich meine, ihr wisst wahrscheinlich schon, die Nächstenliebe im christlichen Glauben ist nicht, die Nächsten sind meine Verwandten. Sondern das Beispiel, was Jesus bringt, jetzt auch mit dem barmherzigen Samariter, das ist jemand aus einer ganz fremden Volksgruppe, die eher sogar als verfeindet betrachtet wurde. Und da ist es dann eben so, da ist es so, dass Jesus eben sagt, es zählt nur, dass es ein Mensch ist, ein anderer Mensch, der dir begegnet oder der in deinen Blick kommt und du gehst einfach nur nach Bedürftigkeit. Du machst da keine anderen Unterschiede und Privilegien. Und das ist ja was zutiefst Demokratisches. Und wenn die Menschen aus dieser Begegnung füreinander Nachbarn zu sein oder nachbarschaftlich irgendwie miteinander umzugehen, sich da gemeinsam zu entwickeln, es ist sowas wie eine sehr niedrigschwellige Begegnungsebene und Wurzel, von wo aus, wenn es am Ende im Endeffekt gelingen soll, es dann auch funktionieren muss, dass das eben wirklich den Leuten klar wird, wie das dann aussieht. Und da müssen wir wirklich gucken, wie wir solche Formen finden, dass das eben wirklich dann einigermaßen, dass das Experimente werden, die zu was Gutem führen können. Und insofern also, wenn das hier mal klappt, dass da diese Projekte, ich habe ja davon erzählt, dass die Genossenschaft da dabei ist, da so einen Reifungsprozess durchzumachen, wenn das gelingt, dann kann das wirklich am Ende etwas sein, was dir da sehr gefallen kann, denn auch von diesem Ansatz her mit Nachbarschaft zu arbeiten. Ja, davon mal ab. Ich wollte noch sagen, das mit der Kriminalität, also wenn ich von sowas so rede, also mich interessiert eigentlich nur, was ist logisch stimmig gedacht oder gar notwendig, logisch notwendig. Denn ich glaube, irgendeine Form von Eitelkeit, wo auch immer man da reinkommen würde, ne, von wegen man ist der einzig Heilige auf der Welt oder so, das ist sowieso Illusion, weil als Christ sage ich jetzt mal, im Himmel kriegt man keinen besonderen Orden oder es gibt da keinen besonderen Thron oder irgendwas, sondern es ist das Einswerden in einem lebendigen Bewusstsein, was dann geschieht. Und insofern ist es falsches menschliches Rangordnungs- und Vorteilsdenken auch schon wieder zu überlegen, wie man da seine Privilegien und seine Orden abgrasen könnte. Hinzu kommt, also wenn überhaupt, habe ich ja erstmal es dann geschaffen durch meine Lebensumstellung, die Schwerverbrecherdimension, also dass ich jetzt wirklich den Massenmord durch Armeen, die da laufen, mit in Auftrag gebe und wirtschaftliche Zerstörungen durch die Konzerne, die da jetzt tätig sind. Also da auszusteigen und zu sagen, das ist jetzt nicht mehr meine Mitverantwortung. Dabei bin ich auf jeden Fall auch weiter ein Kleinkrimineller. Und sei es eben, dass die kleinen Inkonsequenzen so sind, ne, der Waschbärbauch und was weiß ich. Und auf jeden Fall auch, und da komme ich zu Gandhi mit. Also Gandhi hat mich immer schwer beeindruckt durch die Konsequenz und Ehrlichkeit seines Denkens. Aber einerseits hat er dann eben gesagt, halte ich für richtig, würde ein Mensch vollkommen werden, könnte die Welt um ihn herum nicht mehr unvollkommen sein. Das heißt, also jeder hat seinen Anteil, wenn die Menschen, auch die ihm begegnen, jetzt nicht so beeindruckt davon sind, dass sie denken, ja, das ist so eine Ausstrahlung, auch so eine Glücksausstrahlung, das will ich auch. Wenn man das offensichtlich nicht schafft, ist das Ausdruck der eigenen Unvollkommenheit. Und durch diese Unvollkommenheit lässt man andere Menschen weiter schwer in die Irre laufen. Also schlimme Unvollkommenheit auch. Aber jetzt dann nochmal konkret, was hat Gandhi draus gemacht, auch aus diesem ehrlichen und möglichst stimmigen Denken? Also ich habe ja meine Abschlussarbeit über Gandhi auch geschrieben im Studium. Und also beeindruckend ist, dass seine Ehrlichkeit so weit ging, in diesen Punkten zu sagen, dass er grundlegende Weichenstellungen zu dem, was eigentlich richtig wäre, selbst nicht durchgeführt hat. Sodass er eben gesagt hat, also ein Nachfolger von ihm,
der zum Beispiel mit bezüglich Umgang mit Geld dann wirklich die Schlussfolgerung gezogen hat, ich verwende kein Geld mehr als Tauschmittel. Also er hat eine Schenkbewegung, eine Land- und Dorfschenkbewegung ins Leben gerufen, Vino Barbave. Da hat Gandhi, ohne dass ihn das irgendwie jetzt zu sehr an seinem Sockel da als Kratzer empfunden worden wäre, Gandhi hat gesagt, ja, also der hat diese Logik jetzt einfach weiter und zu Ende gedacht, die ich da so ansatzweise auch schon in meinem Denk- oder meinen Konzepten mit drin hatte. Ne? Und sein Verhältnis zum Staat hat er sowieso auch sehr selbstkritisch gesehen, aus dem einfachen Grunde, weil er von sich selbst das Gefühl hatte, dass er diesen Ansatz da, die indische Nation von den Engländern der englischen Fremdherrschaft zu befreien, ja, dass das von allen um ihn herum missgedeutet werden konnte, als wäre das ein Hauptziel in seinem Leben, während er das nicht als Hauptziel gesehen hat, sondern diese ganz anderen Lebensformen, diese herrschaftsfreien Kommunen des menschheitsfamiliären Teilens, unabhängig von irgendeinem Ort in der Welt oder irgendeinem speziellen weltanschaulichen Hintergrund. Also dass es ihm um diese prinzipielle Lebensreform ging und nicht um einen politischen Befreiungsakt einer Nation oder jedenfalls nur als Nebeneffekt. Das hat die ganze Welt um ihn herum anders verstanden. Und er hat in seiner Distanzierung natürlich, also er hat ist schon so weit gegangen, dass er gesagt hat, er will kein Amt annehmen, was mit Gewaltausübung so verbunden ist. Hat er auch nicht gehabt. Er war immer nur quasi Berater dann auch der in Indien dann aufkeimenden Regierungen. Diesen Schritt hat er gemacht. Aber die Ablehnung der Herrschaftsform als solcher, der Mitverantwortung für solche Herrschaftsausübung, da hat er vielleicht einfach zu viel Nationalverbundenheit oder wie auch immer gehabt. Aber jedenfalls ist er diese Schritte nicht gegangen. Aber es ist total spannend. Ne? Also über Gandhi könnten wir wirklich nochmal einen ganz eigenen Abend machen. Also extrem spannend. Und an ihm kann man viel sich abgucken und lernen, einfach weil er auch in der Selbstkritik so gnadenlos ehrlich da war und sich da nichts vorgemacht hat. Okay, das soll es jetzt aber mal, wenn ihr nicht noch was Heißes, Spannendes einbringt, von meiner Seite aus durchaus gewesen sein für heute Abend. Ich umarme euch durchs Internet, durchs Telefon. Und gebe erstmal weiter. Ja, danke schön für diese ganzen Antworten. Sehr spannend auch mit Gandhi. Gut gesagt, Dylan, dass zu beleuchten ist, wie verantwortungsfähig der Mensch ist, wenn es ums Ganze geht, um die ganze Erde. Und krasser Spruch, solange, also das, wenn um jemand anderen noch Unvollkommene sind, scheint er selber nicht vollkommen zu sein und selber beizutragen, dass die anderen in die Irre geführt werden. Ja, hat mich eher energetisiert, als weiter zu ermüden, das Gespräch heute. Vielen Dank. Und ja, klingt so, als gäbe es auf dem Freie Argumente Kulturforum interessantes Zeug zu lesen, werde ich wahrscheinlich bald mal hinschaffen. Und ja, dann vielen Dank und alles Gute. Ja, und ich, was ich noch zu sagen hätte, ist sozusagen, wäre doch mal schön, wenn diese Genossenschaft und Nachbarschaftsgeschichte, dass die vielleicht mal eine Einladung an uns Next Scientists for Future auch bezüglich einer Talkshow machen würden. Die Technik könnten wir ja stellen, ja. Und zwar mit so einer Frage. Freie Argumentekultur. Diskussion. Hat der Arzt eine Alternative? Hat der Arzt und der Marktleiter eine Alternative, als mich nicht zu vergiften? Besteht diese Alternative in diesem jetzigen System überhaupt, weil er dann vielleicht die längste Zeit Marktleiter gewesen ist, wenn er nicht mehr bereit ist, mich zu vergiften? Das sind die Dinge, was nah an den Leuten dran ist, weil essen tut jeder und die meisten gehen auch irgendwie zu Ärzten. Und dann
Können wir das überhaupt ertragen als Genossenschaft oder was? Uns mit den freien Argumenten zu konfrontieren, wieso der Weltrat und die Next Scientists for Future zu dem Ergebnis kommen, dass eventuell das Wirtschaftssystem uns regelrecht zwingt, andere Menschen zu vergiften. Ja, das könnte also ein Thema für eine interessante Talkrunde sein. Und dann würde sich auch zeigen, ob sich die Menschen überhaupt dafür öffnen können oder ob sie sagen, nein, ich gehe wie die Zeugen Jehovas davon aus, dass der Arzt ein Engel ist und dass der Supermarktleiter auch ein Engel ist. In allem, was er, nicht nur in dem, was er für ein Selbstbild hat, sondern auch in seinem tatsächlichen, faktischen Handeln. Ja, das wäre von mir aus so mein Schlusswort für jetzt. Ich gebe weiter. Super, dann schönen Abend. Ja, es sei denn, der Öff hat noch was. Nee, der Öffi sagt nur, gebt mir noch Zeit mit den Genossenschaften hier und den Nachbarschaften, weil ihr wisst ja, die sind jetzt gerade im entscheidenden Gärungsprozess, ob sie zur freien Argumentekultur hinkippen. Ja, aber vielleicht könnte Ihnen das eben auch zeigen, ganz praktisch, wie unendlich wichtig das doch ist mit der freien Argumentekultur, weil es uns helfen könnte zu klären, wie gefährlich ist mein Arzt, wie gefährlich ist mein Supermarktleiter. Und wie müssen wir in Zukunft in der Kommune umgehen mit der Tatsache, was ist, wenn wir Fernhandel praktizieren? Was ist dann mit der Gefahr, dass wir weitermachen, damit andere Menschen zu vergiften mit unseren landwirtschaftlichen Produkten? Ja? Du hast völlig recht und das kriegen Sie ansatzweise schon mit. Und du bist Ihnen ja auch schon, also zumindest jetzt dem allerengsten Kern, bist du ja auch schon mit im Bewusstsein, weil ich ja vorhabe, wenn das alles gut geht, und wenn uns da im Moment nicht zu sehr dann vielleicht Vorwürfe gemacht würden, dass wir da jetzt Stimmenverzerrung durch neue Mitgliedsaufnahmen oder irgendwas machen. Aber ansonsten, da werde ich gucken, ne? Alles so gut wie möglich zusammenzuführen und auch sich gegenseitig befruchten zu lassen. Auch mit diesen Theorien und Talks und alles. Ja, dann machen wir Schluss für heute, oder wie? Alles ja, klar. Ja, seid umarmt, sorry. Tschüssi, bis bald. Tschüss, gute Nacht.